Seven vs. Wild Panama, Krokodil am Lager, Folge 6. Und damit let's go zur ersten Reaction vom Reaction Monday. Falls du das Video eventuell nur siehst, jeden Montag, einfach mal in den Livestream kommen. Sponsor der heutigen Folge ist der BW Online Shop, bei dem ihr alles findet, was ihr für euer Abenteuer braucht. Rucksack, Schlafsack, da gucken wir nachher mal rauf. Da gucken wir nachher mal rauf. Mehr. Sie haben eine extrem große Auswahl, super Service und das Geilste ist schneller Versand. Der BW Online Shop hat ein extrem breites Sortiment und viele verschiedene Marken. Es gibt zum Beispiel sowas wie Helikon Tex oder Branded für Einsteiger, wo die Sachen auch ein bisschen günstiger sind, aber auch taktische Ausrüstung für Profis von Tasmanian Tiger oder Carinthia ist am Start. Guckt euch also um, deckt euch ein, egal ob Einsteiger oder Profi, und spart mit dem eingeblendeten Rabattcode nochmal 10% aufs komplette Sortiment. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge bei Seven vs. Wild. Den werden wir haben, Fritz. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich hab mein eigenes Pool! Was los? No! Fucking! Excuses! So geil, hier kannst du einfach machen, was du willst. Oh! Der steckt im Holz. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt ankommen werde. Ich sag's euch ganz ehrlich. Als ob? Hä? Das funktioniert ultra gut. Alles klebt, alles ist nass. Warum mache ich das eigentlich? Warum? Ja, die hatten alle Zweifel, ne? Also irgendwie hatten alle schon so ein bisschen Zweifel am zweiten Tag. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel. Und die Gänsehaut geht los. Sieben Kandidaten, sieben Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach sieben Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt. Vollkommene Isolation. Das fühlt sich gerade an, als würde das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Let's go. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Oh, ich hab jedes Mal Gänsehaut bei dem Lied. Und jedes Mal kriege ich dafür einen Urheberrechtsstrike. Ich find's nicht geil. Also nicht Strike, sondern einfach nur Urheberrechtsverletzung. Danke dafür. Ich hab keine Lizenz dafür. Ist ein anderes Level. Deswegen schneiden das die anderen Reaction-Leute meistens raus. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Wann bricht deine Psyche? Welcome to the jungle! Ich habe gekämpft ohne Ende. Oh, let's go! Es ist ein geiles Intro, aber ich habe Angst, dass das irgendwie nach drei Tagen alles vorbei ist. Ich habe wirklich Angst. Ich habe Angst, dass nach drei Tagen alle irgendwie gesagt haben, nee, reicht jetzt. Weil es zu hart ist. Oh, mein Hals. Es hat gerade richtig angefangen zu schütten und ich liege jetzt hier unter der einen Hälfte von meinem Shelter. Bleibe da aber relativ trocken, muss ich sagen. Noch? Das nennt man dann wohl Dschungelregen. Ich bin froh, ich hatte gerade echt Probleme. Oh. Das war's dann wohl heute mit Feuer, wo meine kompletten Sachen gerade nass werden. Du kannst mein aufstehen. Vorbereiteter Zunder. Ja, du kannst aufstehen. Hä? Gut. Hey, steh doch auf. Sabrina, du hast Füße. Was ist denn mit dir los? Dass meine Laune gerade sowieso schon so super ist. Dann habe ich nicht mal ein Feuer. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die rechte Seite ist zwar nicht optimal, weil ein bisschen klein, aber sie hält mich trocken. Mal hin. Motiviert mich tatsächlich, morgen auf noch, mal die gucken, linke Seite noch fertig zu machen. Wenn sie es halt komplett durchregnet, ne? Irgendwie habe ich damit jetzt nicht gerechnet, dass es jetzt nochmal anfängt zu regnen.
könnte jetzt halt rausgehen und mich ein bisschen frisch machen und quasi duschen gehen. Aber irgendwie habe ich keinen Bock. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was ist, wenn das jetzt die ganze Nacht so regnet? Ja, vor allem die nächsten Tage. Es kann ja durchregnen. Shelter, weil dann fände ich es richtig gemütlich. Es kommt gerade so eine richtig gemütliche Stimmung auf. Weil ich mich einfach gerade... Es ist... Okay, stimmt, ich merke es gerade. Ich freue mich gerade total, dass die rechte Seite trocken hält. Ich finde es richtig, richtig geil gerade, dass ich einfach hier liegen kann. Das Problem ist nur, die linke Seite fehlt. Aber das ist trotzdem gerade ein kleiner Glücksmoment, den ich gerade gebrauchen kann, dass es einfach funktioniert, dass ich hier rechts unter einem trockenen Shelter liegen kann. Und was ich auch gerade merke, was... Hätte sie direkt den gebaut, den Shelter, den sie jetzt hat, wäre der fertig, ne? Dann, sie hat ja angefangen mit diesem großen Gestell und so und dann wäre alles fertig. Manchmal sind es diese kleinen Momente, die dir so viel Energie rauben, dass du keine Lust hast, was anderes fertig zu machen. Das ist schade, weil dann wäre die jetzt die glücklichste überhaupt, die wäre in einem komplett trockenen Ding, wäre mega. Was richtig gut an dem Regen ist, es kühlt gerade ein bisschen ab. Ich merke richtig, wie sofort meine Laune besser wird und ich einfach mich direkt besser fühle, körperlich besser fühle, weil es kühler ist. Der Regen macht glücklich. Diese drückende, tropische, warme Hitze. Und weil mich die Moskitos gerade zerstechen im Gesicht. Ja, die mache ich gleich wieder zu. Werde ich jetzt so liegen bleiben, bis es aufgehört hat. So habe ich übrigens die komplette letzte Nacht geschlafen. Wenn es nicht aufhört, kann ich direkt so liegen bleiben. Gute Nacht. Okay. Okay. Hey Leute. Ich habe geschafft, was ich wollte. Ich habe ein Feuer heute gemacht, aber es hat legit, nachdem ich das 2 Minuten anhatte, so angefangen zu pissen. Also es ist wirklich richtig am Stürmen. Ja, es wird auch voll endlich zusammengesagt jetzt, aber... Die sind so fett, die Tropfen. Die machen das ganze Feuer aus. Komplett. Ja. Mal die ganze Zeit... Schade, Schokolade. Ja, das ist super ärgerlich. Energie für ein Feuer und dann... Durch geht in meinen Biwaksack. Und ich hoffe, es hört schnell auf. Denk dran, dass du noch mit deinem Bogen schießen musst. Hello, Friends! Ich bin jetzt gerade in meinem Biwaksack drin. Und ist eigentlich ziemlich geil. Also, ich habe auch recht viel Platz, wenn ihr es hier so sehen könnt. Okay, ihr könnt es nicht sehen. Aber liegt die so, eigentlich auf den Stein? Platz hier so. Also, das... So liegt man. Es ist in Ordnung. Es ist nicht das Allerbeste, aber es ist auf jeden Fall geil, weil ich trocken bin. Ich habe hier oben einen Kleiderbügel eingehangen und den in meinen Shelter da an die Seite reingesteckt. Und ja, ich versuche jetzt, ich glaube, ich chill jetzt einfach hier drin erstmal eine Weile. Ich bin ein bisschen traurig wegen des Feuers, aber das kriege ich sicherlich wieder an, wenn es aufgehört hat zu regnen. Wenn es einmal anging, geht es auch nochmal an. Ich habe jetzt auch Kohle, die ich unbedingt haben wollte. Und genau, ich werde jetzt mal kurz ein bisschen ruhen, bis es weniger wird beim Regen. Und ich bin so dankbar gerade über den Biwaksack, weil ich hier wirklich drin liege und es ist halt wie ein Mini-Zelt. Aber liegt sie auf Steinen? So, sie hatte sich nichts gebaut, oder? Habe ich das vergessen, dass sie sich was gebaut hat? Sie hatte doch nur dieses Konstruktionsding, was absolut noch nach nichts aussah. Und darunter waren Steine. Liegt sie auf Steinen? Reden, ist alles entspannt. Das tut doch weh. Ja, dann mache ich mal kurz jetzt, ruhe ich mal ganz kurz und mache mal die Augen zu vielleicht und dann schauen wir mal. Oh, ich bin gerade, so oft ich den Biwaksack verflucht habe, bin ich jetzt gerade so dankbar. Sie hat einen Stuhl, ja. Sehr, sehr, sehr bequem. Ach, das ist geil, das ist richtig geil. Sie hat einen Stuhl, das stimmt, ja. So sieht die Konstruktion. Alter, der Fritz, der hat sich einfach ein komplettes Bett gebaut. Der Typ ist einfach so eine Legende, das kannst du dir nicht vorstellen. Er hat sich einfach ein schwebendes Bett gebaut. Willst du mich verarschen? Geradeaus, also eine hängende, schaukelnde.
Ja, ich wollte es eigentlich erst hier oben drauf bauen, aber dann ist mir aufgefallen, dass es vielleicht ein bisschen dolle hoch ist. Und ich denke, so reicht es auch vom Boden. Sind wir hier locker einen Meter weg. Und dann kann ich das nämlich gleich als Dachgestell nutzen. Ich habe das jetzt erstmal ein bisschen grob probiert, um überhaupt erstmal zu testen, aber vielleicht knüpfe ich das auch alles nochmal ein bisschen fester. Also, Liegeprobe. Alter Fritz, das kannst du dir nicht vorstellen. Body, grüß dich, hi. Ich glaube, das ist es. Oh mein Gott, perfekt. Das gibt meinen Gemütszustand auf jeden Fall gerade wieder ordentlich Pluspunkte. So, Freunde, langsam regnet's nicht. Geht das Wasser zurück. Die sind aber alle auf derselben Insel, oder? Ist das so krass verschoben mit Regen? Oder ist das gerade eine andere Zeit? Ist wahrscheinlich eine andere Zeit nur, ne? Es ist wieder Ebbe. Ich habe den Schießstand nochmal neu aufgebaut. Habe ja in der Zeit auch nochmal einen Pfeil geschnitzt, aber einen ganz, ganz simplen, einfachen, also einfach nur eine Spitze. In der Hoffnung, dass ich einfach nur 2-3 Meter wenigstens schaffe. Und es ist nicht alles umsonst, war das Gebaue. Dass ich hier keinen 10 Meter Schuss mache, das ist mir klar. Aber ja, so 3 Meter oder so wäre. Hier hätte ich tatsächlich gedacht, er war ja irgendwie noch unterwegs und hat ja auch Pfeile und Bögen und so gekauft, dass er das gelernt hat, da wo er war. Also nicht in Peru, sondern er war ja noch irgendwo anders, dass er das da gelernt hat. Aber schade, das wäre nämlich richtig geil. Stell dir vor, der hätte einen kompletten Dings gebaut, einen richtigen Bogen und wird damit jagen gehen und so. Dem traue ich eh alles zu. Wäre schon geil. Erstmal, ich fange mal 2 Meter an und taste mich vor, dass ich erstmal safe was habe. Wünsch mir Glück. Boom, so jetzt wenigstens mal. Geil. Let's go. Ja, guck mal. Da, komm, bleib doch drin, ey. Er hat halt ein scheiß Holz, ne? Die anderen hatten so ein schönes, weiches Holz. Einfach nur eine normale Spitze. Auch wenn das jagdtechnisch natürlich keinen Sinn macht. Oh. Jetzt ist die Spitze natürlich wieder kaputt, muss ich sie neu schärfen. Nimmt alles auseinander. Komm, bitte, 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 bitte. Aber am Bogen hat er einen guten, ne? Also Zug kriegt er auf dem Bogen drauf. 2 Meter haben wir schon mal gesaved. Yes! Geil, geil. Ach schön, das freut mich. 3 Meter. Hätte mich auch wirklich geärgert, wenn er, der so viel Mühe da in den Pfeil und so reingesteckt hat. Jetzt wird es halt auch mit dem Treffen schwer langsam. Fritz geht noch auf 20. Fritz geht auf 20. Er macht 20 voll. Das ist, obwohl ich nicht der Typ dafür bin, eine Achterbahn der Gefühle. Ich war vorhin richtig down, ey. Ich saß da und dachte mir so, was mache ich eigentlich hier? Jetzt steht das Bettchen. Ich habe hinten noch eine Wasserauffangstation gebaut, die kann ich euch noch zeigen. Ich habe die 4 Meter gesaved. Das sind 6 Meter, hä? Huh? Das ist mehr als 5. Oh, war der knapp. Oh, der wäre geil gewesen. Wäre nett. Ja. Schade. Oh, wie knapp, Alter. Geil, ey, man fiebert so richtig mit jedem Schuss mit. Ich find's geil. Oh. Ich find's geil. Jawohl! Ja, komm. Komm. Der war. Also, mehr halten kann der er. Der steckte nicht drin. Das Ziel ist halt zusammengeknallt. Er steckte drin. Ihr habt's gesehen, oder? Auf der Kamera. Pfeil hat im Holz gesteckt, Versuch gültig, ja. Laut Regelwerk hieß es, der Pfeil muss stecken bleiben. Das ist passiert. Der Impact des Pfeils war einfach so extrem stark, dass das Ziel. Am zweiten Tag drehen die alle komplett schon durch, ey. Die haben alle schon leichten Sonnenstich. Kannst mir erzählen, was du willst.
auch noch umgekickt worden ist. Also, das heißt, 5 Meter wurden geschafft. Ich habe 3 verschiedene Spitzenvarianten gemacht. Ich habe unzählige Versuche gehabt. Ich habe einen Pfeil verloren. Der Bogen hat geknackt. Ich kann für mich sagen, ich habe alles gegeben. Und ich würde sagen, wir tragen das Ergebnis ein. 5 Meter. Der Bereich ist ja mal abgeschnitten, wenn Flut ist. Und tatsächlich war das heute für fast 4-5 Stunden, dass ich hier nicht durchkam. Beziehungsweise bin dann doch durch und habe meine Schuhe wieder nass gemacht, weil ich unbedingt zu meiner Wasserquelle musste. Ich habe mir nach dem letzten Video, habe ich mir mal so ein Video angeguckt von jemandem, der diese Dschungelfäule oder sowas mal ein bisschen näher besprochen hat. Also das, was Fritz da schon an den Füßen hat, ist schon nicht schlecht. Also, nee, nicht gut, so rum. Das ist nicht gut. Das kann was richtig Blödes werden. Und deswegen habe ich mir jetzt ein kleines anderes System gebaut. Und zwar habe ich immer volle Wasserflaschen im Lager. Und hier stehen jetzt quasi auch welche, die schon die ganze Zeit voll tropfen. Ne? Seht ihr das? Die sind komplett voll. Jetzt habe ich hier 4 volle Flaschen. Das heißt, wenn ich hierher komme, muss ich nicht irgendwie warten, bis alles wieder voll ist, sondern ich wechsle das Ganze. Mhm. Kommen die neuen Flaschen wieder hin, gehe ich wieder rüber und in der Zeit werden die hier voll gemacht. Auf euch. Die sind halt auch perfekt destilliert. Nee, wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine. Ich sag's euch, kann gerade so, nicht denken. Das Ding hier. Gefiltert. Ist auf jeden Fall deutlich schwieriger als Schweden. Da habe ich irgendwie die Höhle gefunden, Bab, Bett reingebaut, am Abend noch ein Feuer gehabt, chillig. Und hier allein der Shelterbau, ihr habt es gestern mitbekommen, provisorisch da irgendwie noch was zusammengeschustert. Oben wollte ich eine Hänge. Man muss aber auch dazu sagen, da hat er auch 7 Gegenstände mit. Ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied. Diese 6 Gegenstände, nur einen Feuerstahl mehr zu haben und. Das ist schon, das sind Welten. Aber deswegen hat er sich auf 1 gestellt. Ja? Und Otto war auch auf 1. Die haben halt nur einen Gegenstand. Und Sascha probiert es auch mit einem. Das ist halt, ne? Hängematte machen, ist gerissen, dies, das, hinten im Dschungel gewesen, einmal fast kurz verlaufen. Das habt ihr gar nicht mitbekommen. Und dann heute, das mit dem Pfeil hat auch überhaupt nicht funktioniert und dann noch 5-mal hin und her und auf den letzten Drücker, dann kam die Flut, dann wurde meine ganze Stelle da fast ich kann nicht mal reden. Mehr trinken, genau. Weggewellt. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, ob es die anderen auch so hart empfinden wie ich. Vielleicht ist es bei denen gar nicht so, haben die einen cooleren. Ich finde, dass er einen der härtesten Spots auch hat, tatsächlich. Dadurch, dass er wirklich mit Ebbe und Flut immer zu kämpfen hat. Er hat eigentlich nur Dreck da um sich rum und keine Ahnung. Die anderen haben schon ein bisschen geilere Stelle erwischt als er. Spot, vielleicht fühlen die sich wohler, vielleicht haben die durch ihre Ausrüstung das Ganze ein bisschen einfacher. Also, ihr wisst, was ich meine. Mich interessiert es auf jeden Fall, wie die klarkommen. Darum geht es mir eigentlich. Ich kann auf jeden Fall sagen, für mich ist es echt hart. Auch dieser Punkt, das hatte ich in Schweden gar nicht. Ich bin die ganze Zeit nass, klitschnass, dauerhaft, seitdem ich hier bin. Ich gestern einmal, als die Sachen da hingelegt habe, da waren die trocken und dann angezogen, hat es wieder angefangen zu regnen, Luftfeuchtigkeit. Ich habe tatsächlich ein bisschen Sorge, was das Thema so Fußpilz und sowas alles angeht, dass mir einfach die Füße wegfaulen. Dass ich an Tag 4 einfach gucke und merke, meine ganzen Füße sind alle entzündet, alle aufgeweicht. Kann ich irgendwie, wisst ihr, wie ich meine? Da habe ich ein bisschen Baller vor. Ja. Ein Feuer könnte dem Abhilfe schaffen. Das ist genau das, was dieser Experte da auch gesagt hat, dass das so ein Anfangsstadium ist, in dem er sich gerade befindet. Ja. Dann muss man auch erstmal eins ankriegen. Was ist das? Das sieht aus wie Fische, die irgendwie von einem Raubfisch wegschwimmen. Also wegspringen, weil die gejagt werden. Das sind doch safe Fische.
Ich denke mal so, in einer Stunde ist es dunkel. Und ich kriege keine Chance, das trocken zu kriegen. Es geht hier kein Lüftchen, damit man es nochmal irgendwo aufhängen kann. Ich habe kein Feuer, Sonne ist weg. Also ich glaube, Prio echt Dach morgen dicht machen. Und er hat keine Palmen, gar keine. Also dachdicht ist für ihn halt wirklich auch nochmal scheiße, ne? Das Gestell habe ich jetzt schon gut gebaut, müssen noch ein paar Querlatten rüber. Das sollte ich also schaffen, sodass ich da zumindest trocken bin. Und dann muss ich ein Feuer ankriegen. Hier vorne könnte ich perfekt ein Feuer haben. Wenn es jetzt noch eine Stunde hell ist, alles vorbereiten, Feuerchen, den ganzen Scheiß. Ich könnte die Schuhe trocknen, ich könnte den Körper trocknen, die Socken trocknen. Ich muss zwingend ein Feuer ankriegen. Ne, er hat keine Palmen. Und ja, bei ihm ist alles verwachsen. Ja. Das wird brutal, aber bei Knossi ist auch alles verwachsen. Brutal. Der hat aber so eine schönere Stelle. Und ich sag's euch auch ganz ehrlich, ich bin echt am Hin und Her überlegen, ob ich die Palme fälle. Ich hätte super geiles Trinkwasser, aber mit noch schönen Nährstoffen, Mineralstoffen, die meinem Körper gut tun würden. Stimmt, er hat eine Palme. Da niemals ran, keine Chance, das sind 20 Meter oder was. Da komme ich hier mit dem Stock ran. Und ich könnte aus den kompletten Palmenblättern mein Dach machen. Ich habe sowieso keine andere Alternative. Ich brauche eh Palmblätter. Dort hinten war noch eine Palme, da sind eh keine Früchte dran. Und da drüben war auch noch eine Palme, da sind auch keine Früchte dran. Drei Palmen. Von daher macht es Sinn, dass ich die köpfe. Jetzt kommt halt wieder dieses Outdoor-Ding, ne? Dafür wird er den Shitstorm seines Lebens kriegen, weil er für ein Video einen lebenden Baum gefällt hat. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so krass in dieser Outdoor-Szene. Ihr müsst mal in die Kommentare bei Leuten reingucken, die beispielsweise ein Messer testen. Und dafür schlagen die halt von einem Baum einen Ast ab. Die Leute explodieren in den Kommentaren, warum man das machen muss. Es ist ein lebender Baum, bla bla bla. Es ist... Kannst du dir nicht vorstellen. Man muss sich dafür entschuldigen, dass man das macht. Und genau das ist sein Gesichtsausdruck gerade. Ihr seht das. Genau das ist sein Gesichtsausdruck. Ich weiß nicht so recht, ob ich das tun soll oder nicht. Heute sowieso nicht mehr, wenn dann morgen. Was essen diese Menschen? Ja. Burger King. Jetzt übrigens gerade erst gesehen, ich habe noch ein kleines Souvenir vom Bogenschießen mitgenommen. Schön mit der Sehne mal am Unterarm lang gestriffen. Aber hat's gelohnt. 5 Meter wurden geschafft. Tag 2 ist kurz vorm Ende. Und irgendwie fühlt sich das jetzt gerade wieder gut an. Weil meine Gedanken und mein Kopf sagten mir, 2 Tage sind fast ein Drittel. Ne, bei 6 Tagen. Ja, okay. Der 7. Tag ist für mich ein Zieleinlauf. Den zähle ich gar nicht mehr mit. Da weiß ich, ey, alles, was ich heute mache... Okay, für den Kopf ist das geil, das stimmt. ...mache ich zum letzten Mal an diesem Ort. Für den Kopf ist das geil, ja. Das heißt, wir haben gleich, zumindest für den Kopf her, ein Drittel. Tropfen. Ich ertappe mich gerade immer wieder dabei, wie ich einfach dran sitze und in die Ferne starre. Es ist gerade einfach irgendwie alles ein bisschen schwierig. Es geht nicht mehr so leicht von der Hand. Ich habe wenig Kraft. Ich bin ziemlich emotionslos gerade. Ich bin lustlos und müde. Es ist wirklich gerade ziemlich hart, weil es sind so die Kleinigkeiten, die halt einen einfach ein bisschen abfacken. So, das Feuer, es funktioniert nicht. Das Wasser geht gerade fast bis zu meinem Shelter und beziehungsweise heute Morgen kam das Wasser auch bis zu meinem Shelter, aber den ganzen Tag war es nicht so weit draußen. Das heißt, wenn es heute noch weiter geht als gestern, dann habe ich ein Problem, ich muss umziehen. Und auf dem Umzug habe ich jetzt gerade wenig Lust, wirklich. Habe ich nicht so Bock drauf. Aber man hätte ja jetzt nur für mich.
die Überlegung, wenn Müll am Strand, nennen wir das mal Strand, was die da haben, wenn Müll da am Land liegt und der Müll liegt in einer Menge am Land, hier hinten ist so ein Gegenstand, dann sind hier so 3 Gegenstände und hier sind so 10 Gegenstände und hier hinten, hier an der Stelle sind dann so 30 Gegenstände und dahinter ist nichts mehr. Dann weiß man doch, dass die Flut bis zu dieser Stelle eigentlich kommt. Das ist die letzte Stelle und wenn die Flut so hoch ist, wie sie halt kommen kann, dann ist das das Maximum, weil da der meiste Quatsch hingespült wird. Oder bin ich da falsch? Bin richtig, ne? Also das hätte man vorab sehen können. Okay, eine Sache habe ich aber bisher vergessen. Und zwar das Ergebnis der Pfeil und Bogen Tag 2 Challenge. Ich denke, ich werde das Ganze nicht mehr knacken, deswegen schreibe ich es jetzt einfach mal auf. Anzahl der Meter, 5 Meter. Gut. Ich sitze jetzt hier schon seit ungefähr einer Viertelstunde und mir wird gerade klar, dass es nicht ums Feuer geht, es geht nicht ums Wasser, es geht nicht um irgendwelche Skills, es geht einzig und alleine darum, den Willen zu haben, durchzubeißen. Wirklich zu sagen, wenn ich hier drauf gehe, dann gehe ich hier drauf. Und nee. Nie. Ja. Die eigene Schmerzgrenze nach hinten zu verschieben, die Komfortzone nicht nur zu verlassen, sondern zu zerstören und zerstört zu lassen. Okay, also du willst mit einem psychischen und physischen Schaden aus dieser Geschichte rausgehen. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt gerade fühle ich mich so, als könnte ich es schaffen. Vor 10 Minuten nicht. Vor 10 Minuten dachte ich, hey, das wird anstrengend. Ja gut. Jetzt gerade denke ich mir so, okay, es wird anstrengend, aber du gibst einfach Gas. Du machst jetzt einfach dein Ding. Du isst ein paar Früchte und notfalls, wenn du irgendwas nicht erschließen kannst, ab in den Wald und gucken, was es da gibt. Das ist krank. Das ist wirklich krank. Weil irgendwie gibt es hier alles, aber ohne Feuer bin ich gerade echt aufgeschmissen. Ich glaube, man merkt auch so, das ist bei mir so ein Up and Down, Up and Down. Also ich meine, mir geht's eigentlich gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe Essen, ich habe Trinken. Aber ich habe nicht genug Essen. Dafür habe ich genug Trinken. Das Einzige, was ich wirklich nicht genug habe, ist tatsächlich Feuer. Frustrierend, aber weitermachen. Wenn man mit seinem Feuer hat. Einfach weitermachen. Hat der denn mit seinem Feuer? Dieser Gedankengang, so bringt es mich um. Nein, weitermachen. Das ist das, was mich gerade davon abhält, irgendwas Dummes zu machen. Ich habe mir jetzt echt einige Zeit genommen, ein bisschen über alles nachzudenken und Sachen Revue passieren zu lassen. Und da ist mir aufgefallen, dass tatsächlich immer noch mein allergrößtes Problem Feuer ist. Alles. Das haben wir auch. Also so langsam haben wir verstanden, dass das Problem das Feuer ist. Also an Zündmaterial, was ich gesammelt hatte, war innerhalb von Sekunden pitschepatsche nass. Okay, ich habe mir jetzt doch dazu entschlossen, mal eine kleine Wanderung zu machen, die wahrscheinlich gerade ein bisschen ausartet, weil ich nur Flipflops trage. Eigentlich war ich nur auf der Suche nach etwas Harz und vielleicht ein paar Früchten der Stachelpalme. Stachelpalmenfrüchte gibt's nicht, nirgends. Aber da hinten ist ein Wasserfall. Da komme ich anscheinend relativ seicht hoch. Ich gehe jetzt mal gucken, was es damit auf sich hat. Warum in Flipflops? Zieh dir Schuhe an, wenn du irgendwo bergsteigen willst. Vielleicht finde ich ja irgendwas Cooles. Oh, bitte. Der darf sich nicht wehtun, ja? Okay, das ist ja so geil. Geil! Ja, 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 das ist es. Wegen so Momenten geht man in den Dschungel. Es ist so geil. Ey, fuck. Es ist so schön. Es ist so geil. Ein absoluter Traum. Wirklich. Okay, um hier weiterzukommen, da komme ich nicht hoch. Es ist zu steil. Ich müsste hier theoretisch hochklettern. Oder entlang dieser Wurzel oder da hoch. Alles ist zu riskant. Wenn ich da abrutsche, ist vorbei, ich schaffe es nicht mehr rechtzeitig den Knopf zu drücken. Deswegen lasse ich es einfach sein
Ich gehe jetzt wieder zurück. Selbst mit Wanderschuhen würde ich das jetzt übrigens nicht machen. Das ist wirklich zu riskant. Wenn man zu zweit, zu dritt ist, okay. Aber alleine nicht gut. Da reicht es, wenn man sich die Hand aufschneidet. Und das ist scheiße. Deswegen habe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht vor. Ja. Okay. Ich würde sagen, ab zurück. Er hat noch keinen Sonnenstich. Das ist schon mal gut. Ich habe nichts gefunden, was mir hilft. Keine Palme. Kein gar nichts. Also hier gibt's Palmen, aber ausschließlich Stachelpalmen. Und die bringen mir gar nichts. Nichts. Keine von denen hat mehr Früchte. Keine einzige. So, eine Sache, die ich noch testen wollte, ist von Lianen trinken. Habe ich noch nie gemacht. Machen wir jetzt mal. Erst da oben abschlagen. Dann unten abschlagen. Und dann? Tatsache, es funktioniert. Es ist so krass. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so schnell so gut läuft. War jetzt nicht viel. Waren ein paar Milliliter. Aber genau diese Milliliter können langfristig den Unterschied machen. Recht hat er. Recht hat er. Recht hat er. Also jedes Mal, wenn ich die Schuhe ausziehe, meine Wunde tut abartig. Oh nein. Muss Knossi wirklich wegen dieser kleinen dummen Kacke, die er da gemacht hat, raus? Oh nein. Bitte. Und ich habe auch vergessen. Also ich weiß, wir haben Zettel dabei, aber ich habe auch gesehen. Medikit. Ach. Ich guck mir, ich zeige es euch jetzt auch nicht, aber... Ah, sieht sehr mitgenommen aus, die Stelle. Sehr rot. Oh, das ist komplett entzündet. Vielleicht. Zu sehen ist eine sich ausbreitende Infektion im Unterhaut und Bindegewebe. Oh, oh Mann, Knossi, wegen so einem Fehler fliegt er raus. Wegen so einem Fehler fliegt er raus. Was soll ich machen? Oh nein. Ey, dieses Meer ist anders, ne? Oh, das wird am Ende das sein, wieso er geht. Erstmal hier ins kalte Quellwasser. Oh. Eigentlich müssen wir diesem Pfad mal folgen, ja? Die nächsten Tage. Wo das da hinführt. Das ist der linke Bereich von meinem Beach. Da kennt er ja. Der Aufenthaltsbereich am Strand. Mit den Steinen. Hinten Moskitonetz. Und Hängematte. Und oben links. Der Wohnbereich. Hört man da eigentlich immer mal ein Flugzeug? Hört mal ganz genau gerade hin. Ganz genau. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen zurück. Hört mal ganz genau hin. Sind das Flugzeuge, die man da hört? Also, ist jetzt nicht, da fliegen Flieger drüber und deswegen, ne, da, klar fliegen da Flieger hin und so. Aber sind das Flieger? Darum geht's mir. Der Aufenthaltsbereich am Strand mit den Steinen, hinten Moskitonetz und Hängematte und oben links der Wohnbereich. Man muss hier echt aufpassen. Oder war das Musik, die eingespielt? Ich glaube nicht, dass das Musik war. Dass meist Stachelrochen hier einfach auf dem Boden liegen. Wie gesagt, ich, also es ist ja nichts Schlimmes, wenn da ein Flieger drüber geht, ne? Geil. Ey, stell dir vor, so ein Stachelrochen. Kannst du halt auch nicht ausschließen. Der sticht dir dann mit seinem Schwanz in Fuß. Ein Heli? Okay. Jo! Ja! Mir reicht das so, ich sag dir ehrlich. Ich will in diese Strömung nie wieder raus. Ich bin happy damit. Das ist krank. Wenn du da vorne bist, ist kaum zurückkommen möglich. Das Wasser ist auch nicht so blau, wie man sich dann vorstellt, ne? Titelmelodie, The Beach. I've crossed deserts for miles, worked what I've hoped by. This is where I wanna be, in a place I can call. Super, jetzt kriege ich einen DCMA-Strike. Danke, Knossi. Take me to the place. Danke, Knossi, wirklich. Wirklich. DCMA-Strike. Fuck. Ja? Und Leonardo DiCaprio sitzt dann da. Ich kann es nicht verstehen, wieso meine Hände so schwarz werden. Ich verstehe es einfach nicht. Die sind durchgeschubbelt. Ich habe sie sehr sauber gemacht, aber sie sind einfach schwarz. Von was? Warum? Da kann ja kein Dreck mehr drauf sein. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Ich wollte mich gerade bettfertig anziehen mit meiner langen Unterhose.
Ich habe Zunder bereitgelegt für mein Kippchen heute ab. Komm mir bloß nicht zu nahe. Bitte nicht. Zieh vorbei. Ja, jetzt kommt's runter. Ich bin hier unter die Palmen im, ihr wisst, Wohnzimmer. Wir stehen unter den Palmen. Ich habe alles in Sicherheit gebracht, alles vom Beach hoch. So wird immer das Prozedere sein. Immer diesen Gang halt gehen hier. Immer da unten was trocknen lassen, wieder hoch. Es bringt nichts. Mhm. Ich habe einfach kein richtiges Dach. Aber das hat hier keiner hier. Hat keiner. Alles in den wasserdichten Sack. Was wasserdicht bleiben muss. Hier die Sachen. Die Kamera ist ja wasserdicht. Messer, Trinkflasche. Ja, und meine Hängematte ist auf sich selbst gestellt. Und ich habe mich natürlich wieder angezogen. Ich wollte einfach meine lange Unterhose anziehen zum Schlafen gehen. Mit der hatte ich eigentlich einen ganz anderen Plan. Da wollte ich die Beine abschneiden und als Stofffetzen benutzen, aber ich habe gemerkt gestern in der Nacht, dass es ganz schön kühl ist. Die lasse ich so. Und meine Freundin hat mir die mit Parfüm eingesprüht. Die Beine unten. Falls ich die echt abgeschnitten hätte. Und die riechen immer noch danach. Trotz dem ganzen Dings im Wasser. Die riechen noch nach dir, Schatz. Das freut mich. Hab gerade dran geschnuppert. Hier während es gießt. Und meine Devise ist ganz klar. Oh, fuck, nicht, dass es Sturm wird. Meine Devise ist ganz klar. Solange es regnet, kein Schlaf. Ganz einfach. Geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ja, wenn es regnet, bin ich wach. Und jetzt kommt es richtig runter. Da vorne bei ihm ist halt dann schwierig, ne? So. Solange er sich kein Dach baut, also keinen wirklichen Unterschlupf baut, ist das, was sich natürlich auch verschiebt, ist Feuer machen. Einzige, was er machen kann. Jetzt kurz vor Sonnenuntergang. Egal. Glaubt's mir. Egal. Ich bin so egal. Dann habe ich morgen zwei. Ich bin so egal. Nein, aber wir sind alle so egal, Knossi. Ich freue mich so drauf. Jeder einzelne von uns ist egal. Das ist doch eine Insel. Ganze Himmel grau. Komplett. Ich stehe es aus, hier am Baum. Ey, ich mag ihn so, ne? Das ist Wahnsinn. Das ist mein Style. So wie ich das mache. Ich habe meine Plätze. Nur wenn es regnet, ist scheiße. Dann muss ich sitzen. Dass ich heute zwei Kokosnüsse getrunken habe, gell? Und gegessen. Das habe ich ja nicht gefilmt, wie ich die noch ewig... Ich saß da, wie so ein kleiner Schuljunge. Wirklich, ich habe jedes Stück genossen von dieser Kokosnuss. Von beiden. Das hat mir gut Kraft gegeben. Ich hoffe, jetzt kommt die Sonne gleich wieder raus. Weil jetzt sehe ich auch die Sonne nicht mehr. Und ich weiß, dass die aber gleich untergeht. Das wäre echt doof im Dunkeln. Da ist nicht mehr viel. Bitte hör auf zu regnen. Bei ihm ist ja noch wenig, eigentlich. Bevor ich jetzt weiter mich kaputt mache, heute keine Kippen. Und beim Sonnenuntergang weiß ich immer, dass einer auf mich wartet, der mich hoffentlich jetzt hört. Crew! Crew! Sascha! Stell dir mal vor, da wären noch Einheimische auf der Insel. Die würden sich auch denken, was ist denn hier los? Aber die wird es nicht mehr geben, weil da war ja das Militär schon. Da wird es keinen einzigen mehr von geben. Ob der auch heute an mich denkt? Keinen einzigen mehr. Kommt nichts zurück. Also ich höre nichts. Ah ja, klar. Ich kann die ganze Zeit kann ich an nichts anderes denken, außer wann es hier vorbei ist. Das ist jetzt nicht das Beste so. Also, ich könnte mir Besseres vorstellen, als am zweiten Tag schon drüber nachzudenken, hoffentlich ist bald rum. Das finde ich jetzt nicht so gut. Und wenn ich wieder nach Hause kann. Naja. Wir haben Tag 2. Scheiße. 2 Meter. 2 Meter. Das muss halt stecken bleiben, Leute. Der Blick war der absolute Hammer.
der Pfeil ist viel zu kurz. Vielleicht liegt es an meiner Spitze. Du hast keine Spitze so, und der Pfeil ist viel zu kurz. Ich habe jetzt einen weiteren Kamm zerhackt sozusagen. Werd das bis hier jetzt auch noch abmachen und noch versuchen, ein bisschen dünner zu machen. Und ich glaube, es liegt daran, dass das nicht genug in das Holz reingeht. Ich will nur einen Punkt. Ich wenn ich selbst nicht die Letzte bin, aber... Komm. Der Pfeil ist viel zu kurz. Das ist das Problem. Sie kann ja keine Spannung aufbauen. Der Bogen ist... Also, ich kann das da gar nicht so weit reintun. Der Bogen ist echt das, gut. Weil der Bogen, da kriegst du richtig Zug drauf. Den hat sie echt gut gemacht. Aber gut. Der Pfeil ist halt nur ich so groß. Ich gebe mich geschlagen. Ich bin da cool am Himmel selbst. Ich habe es wenigstens probiert. Ein bisschen längeren Pfeil. Hätte ja auch sein können, dass ich das gar bisschen nicht länger. Probiere. Aber ich habe es probiert. Ich habe es mein Bestes gegeben. Und da gibt es da draußen schon ganz andere Im Bogen hat es nämlich echt geil gemacht. Die das super gemacht haben. Besonders unsere Survival-Jungs und Mädels. Und ich glaube, ich werde mich jetzt mal ganz kurz an den Strand setzen. Ja, da hatten und werd mal taktisch gute 30 Zentimeter haben da gefehlt vom Pfeil. Damit, weil ansonsten hätte sie halt Spannung drauf gekriegt. Ne? Weil der Bogen, nach dem Wein immer besser. Dass sie den geknickt hat und so und die Rinde quasi nochmal weich gemacht hat und so, war richtig geil. Hätte nicht gedacht, dass so nach 2 Tagen schon bei mir so eine Verzweiflung, aber man einfach, also ich bin jetzt nicht irgendwie drauf und dran aufzugeben oder da irgendwie jetzt nicht mehr Vollgas zu geben, das überhaupt nicht. Ich bin einfach nur selber von mir so ein bisschen überrascht, wie emotional ich dann doch bin, beziehungsweise so. Plastikspitze dürfte auch nicht ins Holz gehen. Ja, eine Holzspitze ist besser, ne? So meine Liebsten einfach vermisse. Halt auch mit denen zu schreiben und die Stimme zum Hören und so. Ja. Ja, ich heule jetzt einmal ganz kurz richtig in Ruhe. Dann ist es aus meinem Körper raus und dann nach 2 Tagen einfach schon. Wie soll ich das denn noch 5 aushalten? Das ist ein Tag. Wenn man ganz genau ist, ist es ein Tag, die da sind, ne? Also... Das muss man, ne? Na gut. Ich bin gleich wieder da. Ey. So, ich habe jetzt taktisch geheult. Das hat mich schon mal jetzt echt viel weitergebracht. Richtig. Ich bin viel ruhiger jetzt. Mir geht's viel besser. Ich glaube, taktisches Heulen. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. So eine Challenge hat leider nicht funktioniert. Da war ich eben auch sehr frustriert, was glaube ich auch dazu geführt hat, dass ich so traurig war. Weil ich das halt unbedingt gut machen will und ich auch natürlich gerne Punkte hier auch kriegen will. So. Aber vielleicht habe ich ja morgen mit der Challenge mehr Glück und dann sieht das ganz anders aus. Das wird gar kein Problem werden. Ja. Genau. Finde ich gut. Gute Einstellung. Gute Einstellung. Ich wollte ein bisschen Pause machen von diesem Bogenschießen, was mich an den Rand der Verzweiflung bringt, denn die Pfeile bleiben nicht stecken im Holz. Metallpfeil geht nicht, weicheres Material, wo wir reinschießen müssen. Das wird wahrscheinlich nachher bei ein paar popeligen Metern bleiben. So 15 oder so. Na ja, gut. Der hat ja einen Langbogen. Versuch. Da hat sich einfach einen Langbogen gebaut. Versuch Nummer 27, glaube ich, Bogenschießen. Mit nochmal 1, 2 Pfeilen mehr. Da sind noch 1, 2, 3, 4 Pfeile. Guck euch mal den Bogen, also, ey. Das ist so krass. Pfeile. Er hat einfach 6 Pfeile und hat, so, der hat sich einfach einen Langbogen gebaut. Weil Langbogen, langes Holz und dünn, also nah an der Holznaht, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann kannst du kannst da einen Spann drauf ziehen. Das ist Eieiei. Was machen wir? Ich sehe mich schon hier, Gott weiß, wie lang laufen. Na, 6,30 Meter. Das war so eine kleine Bauchentscheidung. Ob da irgendwann einer mal stecken bleibt. Eigentlich bräuchte ich nur 1000 Mal wiederholen, irgendwann bleibt einer stecken. Das ist richtig, hast ja noch Zeit.
fliegen halt jetzt auch nicht so aerodynamisch, ne? Ja! Ja, Wolski! So, hier, Kontrolle. 640. 640, Jungs! Geil. Okay. Geil. Probieren wir es noch weiter. Ich sag ja, ein paar Meterchen will er nur. Der geht auf 15. Zeig das mal jetzt wieder 40 hin. Pfeil hängt. Wie auch immer das haben wolltet. Halleluja, was ein Rumprobierer, das gibt's ja nicht. Das ist der zweite Pfeil, der stecken geblieben ist. Und ich habe bestimmt, weiß ich, 50 Mal gefeuert oder so. Der ist sogar sehr gut hängen geblieben. Eigentlich bräuchte ich von so einem Pfeil einfach mehrere, damit ich einfach nur 10 von so Pfeilen ständig verschießen kann. Das wäre das Richtige. Pfeil schießen, Pfeil schießen, Pfeil schießen. Und irgendwer bleibt dann auch bei 10 Metern hängen. Locker, locker. Mhm. Ja, die Sehne und den Bogen, den er hat, der schießt auf 15 noch, Meter ja, wahrscheinlich. Also der wird gute 15 Meter machen können. Das Problem ist halt, der Bogen wird nicht ganz gerade sein. Bogen bauen. Das ist halt, ne. Und ich hatte eben aus Versehen, ich habe gedacht, ich hätte die Kamera angemacht, aber ich habe meinen Bogen durchgebrochen. Da war auf 10 Meter wahrscheinlich. Jo, damit ist die Challenge heute für mich auch vorbei. Die eine Weite wird, glaube ich, ganz okay sein. Ah. Mal schauen, was der Tag morgen bringt. Ey, der ist so sympathisch. Ich mag den so sehr, ne? Ist Wahnsinn, wie sympathisch der Typ ist. Das ist schon krass, wie unterschiedlich hier Ebbe und Flut auch sind. Jetzt abends, wo es nur... Hat er sich gedacht, ach, weißt du was, ich geh mal einen Schritt weiter nach hinten. Ich muss halt ein bisschen mehr Kraft anwenden und reißt einfach den Bogen auseinander. Nur noch schwitze, aber was angenehm für den einen oder anderen sein dürfte. Geil. Für mich gern noch ein bisschen kühler. Bin ich mal hier unterwegs, wo sonst das ganze Wasser steht, zumindest wenn Flut ist. Hier könnte man wahrscheinlich jetzt gut eine Reuse bauen. Zip, haben wir eine größere. Gut, aber wir sind nicht nach Essen aus, sondern ich will einfach ein bisschen die Abendluft genießen. Und ich habe, so blöd das klingt, ja, gar keinen Hunger. Ich esse diese eine Kokosnuss am Tag, also bis jetzt, und bin damit happy. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt zwingend, also gerade zumindest mal, mehr brauche. Tatsächlich nicht. Kann sich ein Körper also darauf konditionieren, weil er sowas schon öfter gemacht hat, dass der Körper weiß, ich bin jetzt gerade, er war ja beim Bund und so, ich bin jetzt gerade im Einsatz, also fahre ich den Körper so runter, dass ich weniger Nährstoffe zu mir nehmen muss und trotzdem volle Leistung bringen kann? Geht das? Ja? Kann man einen Körper so sehr konditionieren? Krass. Ich zugeben, dass ich es mir vorher hätte einfacher vorgestellt. Nicht aufgrund weiß ich, der Tageschallenges oder sowas, sondern tatsächlich aufgrund des Klimas. Ich wäre schon öfter in so Regionen. Und wenn er vorher Masse zugegeben hat, dann braucht er jetzt erstmal gar nichts, okay? Der Körper weiß nichts, zumindest dieser Körper. Was? Zumindest dieser Körper hier? Achso, dein Körper. Ja, okay. Aber das, okay, verstehe. Wie ich hier am Schwitzen bin, was ich hier am Wasser durchlade, also ich bin echt, ich stehe morgens früh auf hier heute Morgen. Wahrscheinlich wird das die gute eine Möglichkeit sein, das jeden Tag so zu machen. Morgens früh auf, als allererstes, Tageschallenge auf, probieren, so gut es geht zu machen. Habe ich auch heute, habe dann irgendwie, wir waren das 4,90 Meter, knapp 5 Meter geschossen. 6,40 Meter. Bis ich alles zusammen hatte für die Tageschallenge. Und dann wurde es so heiß, so um 11. Kann das sein, dass das verschiedene Schnitte gerade waren? Weil er jetzt davon redet, die Sonne steht auch ein bisschen anders als vorher. Dass er danach nochmal geschossen hat? Schon. Dass ich gesagt habe, okay, hinlegen, Pause machen. Oder Siesta, gar nichts machen. Und dann habe ich erst nachmittags weitergemacht. Oder dann zweimal nochmal länger war. Okay, nee. Okay. Aber es das bedeutet, dass ich echt unproduktiv dann hier okay, bin. Okay, dann haben sie den ersten Teil nicht gezeigt mit den 4,90 Meter, wo er getroffen halt so. Hat. Also das habe ich tatsächlich wirklich unterschätzt. Wirklich, wirklich unterschätzt. Diese Hitze nervt einfach tierisch. Meine Hose ist einfach nur nass. Oberteil auch so, einfach nur vom Schweiß. Ununterbrochen. Ich hänge die immer so oft es geht natürlich nach draußen, damit sie einfach trocknen. Jo, dann habe ich halt gefühlt für 10 Minuten eine schöne trockene Uniform. Oder Hose. Kannst du dann wieder neu anziehen.
So, aber ich wollte euch ja das zeigen, hier ein bisschen erkunden gehen, ja. Weil es hier gibt. Ja gut, hier stehen wir leider unter Wasser immer. Ja, ist auch keine richtige Höhle. Aber sieht schon mal mega aus. So, schon krass, ich habe eigentlich schon vor, die nächsten Tage mal richtig groß erkunden zu gehen. Also wirklich gerne einmal bis ganz nach vorne. Ich weiß nur nicht wann. Kommt immer so ein bisschen darauf an, was ist die Tageschallenge. Uhrzeit, Temperatur. Aber ich würde gerne mal komplett da um diese Bucht bis ganz, ganz, ganz nach vorne hin. Kann ich aber auch nur machen, wenn hier Ebbe ist. Denn hier ist normalerweise alles unter Wasser. Alles. Das Gute ist, wenn Ebbe ist, komme ich auch gut besser in die Mangroven rein. Da würde ich ja schon mal gerne ein bisschen erkunden gehen. Und mich lassen diese Haiköpfe nicht los, die dorthin gelegt worden sind. Oh. Wer zum Henker schlachtet da Haie und legt das dahin? Vor allem, wenn die jetzt da kommen, wenn er da gerade ist, ist das vielleicht auch nicht so das Beste, ne? Das ist eine einsame Insel, da können halt auch mal einfach Leute hinkommen. Und die da hinkommen, wollen wahrscheinlich nichts Gutes. Das muss man sich vielleicht auch mal vorher überlegen, fällt mir gerade mal so auf. I don't know, ich find's nicht gut. Ich sitze einfach in meinem Lager, abends um, I don't know. Sonne geht bald unter. Und bin einfach nur am Schwitzen. Ich bin einfach überall nur am Schwitzen. Die Hose ist nass geschwitzt. Der ist wie ich. Der ist wie ich. Der kann Hitze auch nicht anscheinend. Bei mir ab 20 Grad fange ich an zu triefen. Das Oberteil probiere ich gerade zu trocknen. Und da ist Luftfeuchtigkeit 100%. Der Mitte dunkel ist. Klar, im Dunkeln kann man ein bisschen was machen. Aber ich sitze einfach nur ruhig da und mache nichts. Und bin einfach nass geschwitzt. Das wäre sportlich, hier Wasser abzukochen. Das ist bei dem Bedarf, den man hat. Ja. So, ich weiß nicht, ob ich heute Abend nochmal rausgehe. Habe ich eigentlich vor, nachts viel zu machen. Und ich bin auch echt platt, muss ich sagen, vom Tag. Von dieser absoluten Hitze und dieses Dauerschwitzen. Ich sag schon mal vorsorglich, gute Nacht. Ja, solange die Sonne noch da ist, versuche ich jetzt mal ein Feuer zu machen, hier mit einem Glas. Hab's versucht auszuwaschen. Hat wer Bock auf einen Shot? 4cl, 2cl Wodka, 4cl, ja, keine Ahnung. Gut. Dafür brauchen wir natürlich einen Zunder. Trockener Bambus. Eignet sich doch perfekt. Und dann schön mit einer rostigen Klinge jetzt. Einen Tag hat er das Messerchen, die Machete, draußen liegen gehabt. Und die ist komplett rostig. Ist echt schlecht. Ah, ich hoffe, ich vertrag das Wasser irgendwie. Puh. Ja, weil wir brauchen Zunder. Also, Palmbinder. Haben wir Kokosmilch gemacht. Und jetzt zünden wir es an. So, also da haben wir die Trockenheit. Habt ihr das auch gesehen? Habt ihr das auch gesehen? Guck mal hier. What the fuck? Guck mal hier. Das ist so eine Springspinne. So, da haben wir die trockenen Palmkinder. Da gehen wir da jetzt die trockenen Bambus. Das sah aber super digital aus. Das sah nicht aus, als wäre das irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich wette, denen wurde gesagt, nehmt nicht einfach irgendwas vom Boden. Und er hat einfach nach unten gegriffen. Weil das Viech kann halt auch giftig sein, ne?
Und dann greift er da rein und hat eine Spinne, die keinen Bock hat, dass ihr Haus hochgehoben wird, und beißt ihn halt. Spinne drauf. Es sah aber irgendwie digital aus, ich weiß nicht warum. Vorsichtig. Vorsichtig. Also ich kann mir vorstellen, dass so ein bisschen, ne, um genauso Leute wie mich, so, ah, guck mal, ich hab's gesehen, und dann hauen das 5000 Leute auf TikTok oder so. Da war doch eine Spinne. Und so, wisst ihr, was ich meine? Weil das sah sehr digital aus. Ich bin gespannt, wenn das funktioniert. Das wäre natürlich jetzt legendär. Ach shit, jetzt ist die Sonne wieder weg. Ah ja, was soll man machen? Puh. Boah. Er baut einen Bogen, der ist 40 Meter lang, und ein Pfeil, der ist irgendwie 30 Zentimeter. Was ist denn mit denen? Um welche Spinne geht es? Hier war gerade, als er seinen Zunder da geholt hat, hier. Ja, weil er braucht einen Zunder. So, also da haben wir mich gemacht. Achtung. Und jetzt zünden wir es an. Jetzt hebt er was vom Boden auf, ja. Blanke Hände, er hebt es vom Boden auf. Und hier das Ding da. Es kann auch eine Krabbe sein, oder? Oder? Könnte das auch eine Krabbe sein? Die springt aber hier hin und hält sich dann hier fest. Seht ihr das? Wie gesagt, ich glaube, das ist digital irgendwie. Das sieht für mich nett aus, als wäre das... Hier kommt sie jetzt raus. Da. Dann läuft sie. Und dann springt sie. Ja, und dann hängt sie da unten dran. Legendär. Jetzt ist die Sonne wieder weg. Boah. Nix, Digi ist normal. Ja, das sah aber schon komisch aus. Die Bewegungen sahen halt komisch aus. Deswegen gehen wir weiter zurück. Da geht's tief runter. Also ist auf alle Fälle ein Meter. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit ich, ob ich ihn triff. 7 Meter, da lege ich es jetzt hin. So. 7 Meter. Er will wirklich direkt auf 7 Meter mit dem Pfeilchen da. Mit dem Zahnstocher. Versucht er. Ich verstehe, was du meinst. Ein bisschen cool. Ja, es sah super digital, die Bearbeitung. Das sah auch so ein bisschen laggy aus. Also, vielleicht ist die super fucking schnell, die Spinne. Ich weiß es nicht. Aber, wie gesagt, ich kann mir halt auch so erklären, dass so ein bisschen was digital reingearbeitet wird, und um halt ein bisschen Hype auch zu erzeugen. Ich habe irgendeinen TikTok gesehen von der ersten Folge, wo Otto irgendwo langläuft. Und da sieht's so aus, da sieht ein Ast so ein bisschen aus, als wäre er eine Schlange. Ey, das Ding ist viral gegangen ohne Ende. Und das war definitiv ein Ast. Aber das war jetzt definitiv eine Spinne. Egal, ob eine digitale oder... Nee, so... Ach, guck mal, der Pfeil ist länger. Sehr schön. Längerer Pfeil, aber komplett schief. Ach. Es wird aber besser. Aber die Pfeile werden als kleiner. Ah, fuck. Warum schneiden sich denn immer alle? Achtung, es ist Blut zu sehen. Achtung, es ist Blut zu sehen. Scheiße geschnitten. Ah, ja, in die Fingerkuppe. Och nö! Oh je. Yeah. Oh, yeah. Oh, und dann mit dem rostigen Kackding. Sascha! Draufdrucken. Oh, ah, Mann. Scheiße. Mit dem rostigen Kackding. So schnell geht's. Direkt mal. Hä? Bei Knossi haben sie alles verpixelt, was man verpixeln konnte, und hier zeigen sie es? Ja, in den Daumen geschnitten. Will aber keinen Punkteabzug jetzt riskieren, wenn ich da jetzt was nehme. Deswegen jetzt... Das ist das Dümmste. Also diese Regel muss sofort geändert werden.
hier Seven vs. Wild Steam, Punkteabzug, weil man sich geschnitten hat und ein Medikit öffnen muss. Nee. Nee. Wenn man fucking verletzt ist, dann lasst die Leute ein Medikit nehmen, weil ihr... Oh, da krieg ich Kammerflimmer. Mann! Lasst die Leute doch, wenn die sich verletzen, wenn ihr die irgendwo rausschickt mit dem fucking, mit der scheiß Machete, ja, dann lasst die doch wenigstens ein Medikit nutzen. Wenn das Medikit genutzt wird für, ich deck mich nachts zu, weil es mir kalt ist oder sowas, ja, oder für irgendwas anderes, dann Punkteabzug, auch 50 Punkteabzug, ist doch scheißegal, aber wenn sich jemand verletzt, doch nicht. Jetzt hier mal versuchen mit dem Hemd die Blutung zu stoppen. Könnte relativ tiefer Schnitt sein. Boah, krieg ich. Sah nicht gut aus. Auch kleinere Schnitte können in tropischen Gebieten zu großen Problemen werden. Die Wundheilung verläuft langsamer und die Infektionsgefahr ist deutlich höher. Und er hat eine fucking rostige Machete. Alter! Ich krieg zu viel. Aber ich versuche jetzt hier so zu stoppen, weil ich will, wie gesagt, keinen Punkteabzug riskieren. Das musst du dir mal vorstellen. Der hackt sich das Bein ab und ja, ich nehme jetzt kein Medikit, weil das gibt Punkteabzug. Ich will ja durchziehen, ey. Stoppen, hoffentlich heilt's auch. So, dann schauen wir mal rein. Mann! Hoffentlich, ja, verliere keine Punkte. Hoffentlich muss ich das Erste-Hilfe-Set nicht aufmachen. Es hält. Okay. Medikit für Verletzungen ist ein Muss. Du läufst auch nicht ohne Medikit durch die Welt. Ja, eben. Also, das. Ja, man sieht's, bis hier ist eingeschnitten beim Nagel. Oh ja. Gott, da hat er sich richtig reingeschissen. Bitte bleib so, bitte rinn nicht. Ich glaube, das braucht nur ein bisschen. Komm vom ist Bau, das heftig. Ist doch nur so ein kleiner Schnitt. Ja, es ist nur ein kleiner Schnitt, aber trotzdem kannst du doch, also du kannst doch nicht verlangen, dass die Leute sich irgendwie verletzen und dann nicht das Medikit benutzen. Das ist doch Bullshit. Nur weil sie einen Punktabzug dafür kriegen. Also ein Medikit ist doch extra dafür da und vor allem für genau so eine Situation, wenn, also er bindet sich den Finger ab und nimmt danach, wenn das alles verheilt ist und keine Ahnung, nimmt er die Binde und benutzt die für irgendwas. Dann Punkteabzug. Aber wenn er sie dann einfach zurücklegt und fertig, dann weiß ich nicht, warum man da einen Punktabzug geben muss. Das finde ich komplett gestört. Das ist die fucking Gesundheit. Die müssen einen Vertrag unterschreiben, wo drin steht, du kannst hierbei verrecken. Das müssen die in dem Vertrag unterschreiben. Also, dann sollte man zumindest sagen, ja gut, du kriegst aber ein Medik. Ah! Zack. Punkteabzug. Wärst schon draußen. Fucking, so schnell bist du deppert. Fucking Medikit. Du musst wirklich jede Bewegung bedacht setzen. Ja, und du musst mal mehr trinken. Mann. Ja, natürlich war der Fokus jetzt auch nicht mehr da. Es ist einfach... Ja, einfach schwindelig. Schlecht. Ihr arbeitet auf dem Bau auch nicht mit einer Machete. Jetzt kommt mir nicht mit, ich arbeite auf dem Bau, das ist doch nichts und so. Alter, ihr arbeitet auf dem Bau nicht mit einer Machete. Aber geht noch. Ist im Rahmen. Und müsst damit kleine Sachen schnitzen. Und vor allem nicht mit einer rostigen Machete. Oh, Entschuldigung. Ja! So, steck drin! Wo sind wir bei? 2,70 Meter! Juhu! Ja, da geht's ein bisschen rauf, also können wir gerne was abziehen. Jawohl! Er ist drinnen! Ja! Endlich! So, aus da. Geil, da hat er sich reingebohrt. Batsch! Huh! Ja, ich bin zufrieden mit 2,70 Meter. Jetzt hat sich wenigstens die Verletzung ausgezahlt. Ja. Das Maßband hat 20 Meter und es stand sogar im Text, wenn ihr mehr schafft, müsst ihr es zeigen. Also wenn da jemand über 20 Meter, krass, also bin ich gespannt. Naja. So, jetzt haben wir einfach gerade Ebbe und mein Zuhause schaut komplett anders aus. Wie viel Platz da jetzt ist, ja, unglaublich. Naja, meine Gegenstände sind da hinten oben vergraben, das müsste passen. Da oben bin ich. Ja, das hier haben wir jetzt relativ viel, aber jetzt wird es dann schon finster, schön langsam. Das heißt, langsam, aber stetig, ja, zu Bett gehen oder ein bisschen umspazieren. Und dann, 12 Stunden finster. Das Ding, sehr ist, nice. Das Ding ist die Infektion, also generell die Wunde kann halt nicht so schnell heilen, weil du dauerhaft aufgeweichte Finger hast, ne?
Ist halt auch scheiße. Das ist halt auch scheiße. So, jetzt geht's wieder 3 Stunden um Feuer. Ja, der arme ein Typ, ey. Ein Lebenszeichen von mir, bevor ich mich zu Bett begebe. Der arme Typ mit seinem Feuer. Mein Shelter ist jetzt eigentlich fertig. Sollte kein Wasser mehr durchkommen. Für morgen habe ich eine angefangene Kokosnuss. Die kann ich eventuell essen zum Frühstück. Ansonsten, ja, war es das von mir. Feuer? Ich hoffe, ihr habt alle noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt schlafen. Feuer? Okay. Es ist krass. Da hinten im Wasser. Ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist so krass. Ich liege hier im Bett. SD-Karte voll, deswegen musste ich erst die SD-Karte wechseln. Aber ich sehe ein Treibholz. Dieses Treibholz hat mir verdächtig komisch im Wasser gelegen. Ich sehe es, denke mir nichts Böses dabei, verfolge dieses Treibholz. Ich sehe, wie es von dort hinten nach dort hinten treibt. Okay, soweit so gut. Die Geschwindigkeit war ein bisschen anormal, denn es war relativ schnell tatsächlich. Ich sehe das Treibholz, denke mir, okay, die Schnauze sieht ein bisschen krokodilartig aus. Okay, soweit so gut. Nichts Besonderes bis dahin. Und hier ist mein Arm, der ab ist. Jetzt sehe ich, wie das Treibholz dort hinten eine komplette 180-Grad-Drehung macht, in diese Richtung schwimmt und einen Speed drauf hat, der nicht mehr ganz normal ist. So. Hat das Treibholz denn Feuer mitgebracht? Und dort hinten, direkt hinter mir quasi, untergetaucht. Wenn es ein Treibholz gewesen wäre, hätte ich es A erkannt, B wäre es nicht untergetaucht oder C wäre es jetzt irgendwo in dieser Richtung, wo schon die ganze Zeit Treibholz angespült wird. Ich bin gerade ein bisschen auf 180, ich sag's euch ganz ehrlich. Also für ein Krokodil ist es halt auch der ideale Lebensraum. Es hat hier genügend Platz zum Sonnenbaden, es hat hier seine Ruhe. Es ist eine Süßwasserquelle dort hinten. Unmassen an Fischen, ich habe es euch vorhin schon gezeigt. Es sind Unmengen an Fischen im Wasser. Barracudas, die ganzen normalen Fische, die ich euch vorhin gezeigt habe. Es ist wirklich alles im Wasser, was man so sehen möchte. Das einzige Problem ist, Mission Schnorcheln morgen wird jetzt ein bisschen gefährlicher. Weil ich sag's, wie es ist, ein Krokodil unter Wasser möchtest du nicht haben. Aber da war auf jeden Fall safe ein Krokodil. Sehr safe. Ich sag ja, die haben alle einen Sonnenstich. Gut, das war jetzt noch ein bisschen kräftezehrend. Wollte eigentlich nur schlafen gehen, bis ich das gesehen habe. Das Ding ist nämlich, ich kann von meiner Hängematte aus perfekt aufs Meer blicken. Das ist eigentlich ganz nice. Ja, okay, ich will's sehen, sonst zählt's nicht. Ja, pics or didn't happen. Also ganz, ganz ehrlich, Nee. Den Wal hast du mir gezeigt, den habe ich gesehen und den fand ich cool, aber das musst du schon irgendwie zeigen. SD-Karte war voll, bla bla bla. Nee. So, jetzt gehen wir mal in die Fake-Region von Seven vs. Wild, von denen immer alle reden. Das ist doch alles geschauspielert, der wurde angerufen. Das ist ein Schauspieler. So ein Ding ist es nämlich jetzt. Krokodile auf einer Insel. Seit wann gibt es ein Krokodile auf einer Insel? Wie sollen die da hinkommen? Ich check. Haben ja kein Flugzeug. Ist euch gerade mal ganz kurz. Also ich habe noch nie ein Krokodil aus dem Heli springen sehen. So, mittlerweile ist das Dach halt komplett sicher. Ich habe jetzt hier einen kleinen Kleiderhaken. Da habe ich mir noch irgendwas hingestellt, falls ich noch was aufhängen möchte. Ich bin gerade, also ich habe schon gesagt, ich bin einfach nur happy, weil ey, wie oft im Leben bekommt man die Chance, auf einer einsamen Insel zu sein, ein Krokodil in der Ferne zu sehen, Kopfschmerzen zu haben, ja. Weil die Hängematte quasi direkt am Wasser dran ist, wenn das Wasser nachher steigt. Ey, das sind Sorgen. Die sind irgendwie komplett krank. Ja, super. Du hast ja eben schon gesagt, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst. Nein, du willst sie zerstören. Also einen Knacks hast du jetzt eh schon weg. Von daher kann ich auch ein Krokodil fressen. Spannend. Was ist denn los mit dir? Ich habe mir vorhin Gedanken drüber gemacht. Wenn das Krokodil hier theoretisch landet nachher, ne, ist ein valider Strand für ein Krokodil. Da kann es sich schön sonnen. Zumindest in den Morgenstunden und frühen Mittagsstunden. Aber es könnte mich theoretisch hier aus der Hängematte fressen.
aber ich denke, ich könnte es überleben, denn das Fischernetz selbst würde sich im Maul verfangen, das Tier würde sofort wieder loslassen, das heißt, insofern ist nicht mein Kopf erwischt, das ist das Wichtigste, und mich da sofort zerquetscht, denke ich, ich habe eine solide Überlebenschance. Träumchen. Ja, also selbst wenn dieses Krokodil jetzt herkommt, was ich stark bezweifle, könnte das Ganze immer noch gut enden. Ne? Na dann. Na dann. Wenn's nur seinen Arm abreißt, dann geht's ja noch. Was ist denn mit ihm verkehrt? Oh mein Gott, ist das ein Psycho. So, Pfeil- und Bogen-Challenge, let's go! Ich glaube nicht, dass das fake, das war komplette Ironie. Alles gut, alles gut. Ich mache mich nur über die Leute gerne lustig, die die ganze Zeit behaupten, das ist alles fake und keine Ahnung und alles gut. Knossi! Knossi! My man! 4 Punkte! Let's go! 20 Zentimeter. Die hat er aber auch ordentlich abmessen können. Das ist genau seine Länge, Leute. Ich kann es euch sagen, wie es ist. Ah. Aber wegen einem eingerissenen Fingernagel. Ja, der eine braucht wegen einem Fingernagel ein Medikit und der andere lässt sich halt nur einen Arm abreißen, ja? Oh. Jetzt hab ich's weggedrückt. Weil ich war jetzt selbst so aufgeregt, wisst ihr? Jetzt war ich selbst einfach so aufgeregt. Jetzt habe ich alles weggedrückt. So, wir gucken nochmal. Also, wie gesagt, Seven vs. Wild ist, glaube ich, so das Realste, was wir als Zuschauer wirklich geboten bekommen. Und ich bin ganz ehrlich, selbst wenn da noch eine andere Person dabei wäre, ja, selbst wenn, und das ist nicht so, definitiv nicht. Selbst dann fände ich es persönlich nicht super schlimm, ja, aber das ist schon, also ich glaube, viel, viel realer kriegt man sowas nicht, weil alles, was im Fernsehen läuft, ist komplett durch die Bank gefaked. Alles, ja. Es gibt so ein paar hier, so einen Typen, der läuft, glaube ich, auf NBC oder CNA in Amerika, der auch so Dschungeltouren und sowas macht und dann immer durch die Gegend geht und so weiter. Der hat immer ein Kamerateam dabei von 5 Leuten. Die haben einen kompletten Truck dabei und er tut immer so, als würde er draußen schlafen und so ein Käse. Dschungelcamp wollen wir gar nicht drüber reden, was da wahrscheinlich alles passiert. Ich glaube, das spielt sogar in der Halle. Also, naja. Und deswegen, also das hier ist schon das Realste, was man so kriegen kann. Naja, die Personen, die müssen, also was wohl gesagt wurde, die brauchen eine Stunde, bis sie bei ihnen sind für Rettung. Deswegen müssen die den Pieper dabei haben, dass die den definitiv orten können. Der muss immer am Mann sein, sonst können sie die Leute nicht orten im Dschungel. So, boah, ist das hell, aber dann seht ihr wenigstens was. Die Sonne ist untergegangen, ich habe mich schon mal auf mein kleines schwebendes Bettchen gelegt. Ich muss sagen, es ist Das hat er sich so auch für zu Hause gebaut. Geil. Ich glaube, das hat er sich auch für zu Hause gebaut. Falls eine Nacht anfängt zu regnen, kann ich hier dann gleich anziehen. Und ich habe eben noch was gefunden, und zwar, schaut mal hier. Aus Schaumstoff ein kleines Kopfkissen. Also es ist kein Kopfkissen, aber ich benutze es dafür. Ah. Ja, die Nacht ist lang, entspannte 12 Stunden. Und dann geht's morgen wieder los. Da wird auf jeden Fall das Dach gedeckt. Ich werde bestimmt noch 1000 Mal wach sein. Sicherlich den einen oder anderen Clip für euch einfangen. Aber an der Stelle sage ich schon mal gute Nacht. Mir kam gerade noch mal ein Gedanke. Ihr könnt euch sicherlich daran erinnern an die Tierlist und an die Selbsteinschätzung. Ich habe mich ja mit Absicht auf die 1 gesetzt vor Otto, damit ich nur einen Gegenstand mitnehme, weil ich ja das System im Hintergrund schon kannte und die anderen natürlich nicht.
realistisch gesehen hätte ich mich natürlich... Alles fake, ich hab's euch gesagt. Entschuldigung. Ich auf jeden Fall auf die 2 gesetzt, weil Otto natürlich eine ganz, ganz andere Hausnummer ist. Ich bin sehr gespannt, was er so Feines macht. Aber ich würde mich mal nicht hier, ne, also Fritz, da würde ich mal die Kirche im Dorf lassen. Das, was du kannst, sind nur Outdoor-Sachen. Der Otto kennt sich halt alles so mit Bund und Gott weiß was aus. Und ja, der ist auch draußen und der hat da auch Sachen gemacht und... Aber du machst nur das seit 7 Jahren auf deinem Kanal. So, deswegen, das ist das Level, was du hast, sind halt Dinge, die man nicht lernen kann, die einem nicht in der Ausbildung beigebracht werden können. Und alleine, dass du dir hier dieses Knotzeug noch beigebracht hast, ist halt, man sieht's ja, das ist Gold wert. Und also Fritz würde ich definitiv auf der 1 sehen, Otto sehe ich aber genauso auf der 1. Deswegen, also, da sind Sachen dabei, ne? Aber, ja, da sind natürlich nochmal Welten dazwischen. Und mir ist aber nochmal aufgefallen, mit noch einem zweiten Gegenstand. Das finde ich auch immer so lustig, wenn die sagen, die haben die höchsten Berge, die tiefsten Wälder und so weiter alleine ohne Hilfsmittel geschafft, werden aber die ganze Zeit gefilmt. Ja, richtig. Was vermutlich ein Feuerstahl gewesen ist so. Wäre. Ist halt echt so. Wäre das Ganze schon deutlich anders gewesen hier. Also das macht schon nochmal einen riesen Unterschied. Ja. Weil, klar, alles ein bisschen nass und so weiter, aber ich hätte ja safe ein Feuer anbekommen. Ich könnte diese ganzen nervigen Sandfliegen durch Rauch verscheuchen, die mich einfach die ganze Nacht von früh bis abends stechen, beißen, pieken. Es ist alles voll. Es ist mega nervig. Und der einzige Moment, wo sie es nicht machen, ist, wenn ich irgendwo lang spaziere. Also ich werde gefühlt so 22 Stunden am Tag irgendwie gebissen und gestorben von denen. Das könnte man mit dem Feuer ausmerzen. Und man könnte natürlich auch das Thema mit der nassen Kleidung super in den Griff bekommen. Mhm. Also Feuer wäre doch schon ein sehr, sehr wichtiges Element, was man hier bräuchte, um deutlich besser klarzukommen als ich gerade. Ich liege in meinem eigenen Saft und werde komplett zerstochen. Ja, genau das ist es. Auch schön. Auch schön irgendwie. So. Ich war gerade kurz pinkeln. Wir haben gerade Flut. Und damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, wie das geht schon groß nah, ne? Meine Fläche ist, in der ich mich quasi bei der Flut aufhalten kann. Das ist halt wirklich nur sein Bett. Seht ihr das? Bett. Hier sind meine Schuhe, bis hier ging das Wasser und hier ist schon ja, ja. Die Steilklippe. Das ist halt sein Bett, ja. Teilweise kommt man hier gar nicht mehr lang. Das ist schon krass. Ich habe hier noch so einen Streifen gerade aktuell von irgendwie 1 Meter, auf dem ich mich bewegen kann. Krass. Und er hat kein Netz, also da reißt das Krokodil ihn auf jeden Fall in Stücke. Die ganze Zeit ein Gewitter. Ich will es nur gesagt haben, richtig. Richtig, irgendeiner muss vom Krokodil jetzt auch zerrissen werden, sonst finde ich scheiße. Okay, wenn sie ihn jetzt nochmal zeigen, zeigt er es wahrscheinlich. Okay, ich melde mich nochmal ganz kurz zurück. Eigentlich wollte ich schlafen gehen, ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, nochmal ein bisschen wacher zu halten. Denn, ja... Ich habe jetzt keine Angst, dass ein Krokodil anlegt, aber... Hey, warum auch? Ist doch nur ein Krokodil! Aber was sind das für Krokodile, die da kommen? Wahrscheinlich nicht so Riesenviecher, die nicht die Salzwasserdinger, die werden es wahrscheinlich nicht sein. Aber so ein Krokodil hat dann trotzdem... Die ganz großen sind ja 8 Meter, 10 Meter, 12, so. Das sind ja die absoluten Monster der Monster. Also das, was Sascha da gesprochen hat, aber die gibt's glaube ich da nicht. Was hat dann so ein Krokodil so zwischen 4 bis 6 Meter? Die kleinen? Ja, würde ich jetzt auch keine Angst vor haben. Hä? Warum? Was soll denn da passieren? Ich hab doch ein Fischernetz, da reißt es mir doch maximal den Arm ab. Alter! Ich würde es jetzt auch nicht befürworten. Das heißt, ich möchte jetzt irgendwie mir was überlegen, so eine Art Sicherheitssystem, denn... Ich sehe aus Pacific Rim tauchen auf. Ja. Das Wasser geht nachher, man sieht es auf der Kamera wahrscheinlich... 30 Zentimeter, ja genau, es sind nur die ganz kleinen. Es sind nur die mega kleinen und da hat er einen riesen Treibholz gesehen. Nee, also ich glaube schon, dass die...
ich kenne mich halt mit Krokodilen nicht aus, aber ich glaube, so 4 bis 6 Meter oder sowas könnte da schon rumschwimmen. Ja. Das könnte da schon rumschwimmen. Nicht ganz schlecht. Ich kann mal versuchen, mit Licht nachzuhelfen. Denn, naja, das Wasser geht später bis dahin und mein Shelter ist da. Also tatsächlich hört mein Shelter mit dem Wasser irgendwo auf. Und genau das ist das Problem. Wenn das Shelter mit dem Wasser aufhört, dann würde ich als Krokodil wahrscheinlich auch genau an diese Ecke rauskommen. Und wenn dann irgendwie so ein großer Koi-Karpfen über mir baumelt, vielleicht beiße ich da auch mal rein. Ich weiß es nicht. Weil ich bin warm. 3 bis 4 Meter? Okay. Trotzdem saugroß. Und da schwimmt was im Wasser. Aber das war ein Barracuda. Es ist trotzdem größer als ein Mensch. Wird wirklich komisch. Okay, ich habe mir jetzt gerade noch mal einige Gedanken gemacht. Und ich habe mich dazu entschieden, das Fischernetz, von dem ich sowieso viel zu viel habe, dazu zu nutzen, unter meinem Shelter großflächig ein bisschen was auszulegen, beschwert mit Kieselstein. Denn wenn ein Krokodil kommen sollte, wovon ich jetzt nicht ausgehe, dann wird sich das mit den Füßen da drin verfangen und direkt den Rückwärtsgang einlegen. So zumindest hoffe ich. Wäre mir als Krokodil zumindest unangenehm, wenn ich da immer in sowas reintreten würde und nicht rauskomme gescheit. Better be safe than sorry. Ich nehme jetzt die Zeit, ich kann gerade sowieso nicht schlafen. Und hole mir noch was im Netz, lege es unter mein Shelter und hoffe, dass es hinhaut und ich morgen noch lebe. Peace out. Okay, ich muss ein bisschen umdenken. Das mit dem Netz hätte zu lange gedauert. Deswegen nehme ich jetzt einfach Hölzer und lege sie um mein Shelter rum, weil ich als Krokodil hätte keine Lust, über so einen Scheiß drüber zu steigen, bevor ich da reinbeiße. Und selbst wenn, dann macht es morgen so einen richtig schönen Knall, wenn es da drauf steigt. Und dann sollte ich noch mal ein paar Millisekunden Reaktionszeit haben. Also ich weiß, wer die Nacht nicht schläft. Den Arm zu saven. Also ich denke, sowas ist schon mal ein guter Anfang. Das Bambus würde wegrollen, was da liegt. Das Gestrüpp, da würde ich als Krokodil nicht durch wollen. Insgesamt. Ja, also nur weil man nicht als Beute gilt, also so wenn der Hunger hat, dann frisst er alles, ne? Also das ist scheißegal. Das ist beim Hai genauso. Wir gelten auch nicht für einen Hai als Beute, aber wenn ein Hai Hunger hat, dann würde er auch mal in uns reinbeißen. Ja, es sterben relativ wenig Leute durch Haiangriffe im Vergleich durch einen Autounfall und so weiter. Aber wenn die Hunger haben, dann beißen die halt auch mal rein. Und was ich bei Haien zum Beispiel gehört habe, dass eher Surfer sogar angegriffen werden, weil das Surfbrett von unten, ja, wenn ein Hai von unten quasi ankommt, dass das so ein bisschen auch für den Hai symbolisieren könnte, das könnte eine Schildkröte sein. So, ne, mit dem Panzer und so. Und deswegen werden oft Leute auf dem Surfbrett angegriffen, im Vergleich zu einem jemanden, der einfach nur schwimmt. Ja. Lösung, aber ein Ansatz, ne? Eine Idee. Das ist kein schönes Geräusch, da hätte man Musik einspielen können. Das ist absolut nicht schön. Oh. Ultra bequem. Ich hab's jetzt mal längs gespannt und nicht die ganze Zeit nur quer. Und die Kombination aus beidem ist so geil. Weil ich nichts mehr habe, was mir in den Rücken drückt. Die Belastung scheint auch besser zu sein. Ich liege gerade so gut. Krank. Boah. Das sieht auch saugemütlich aus, ne? Muss man ihm lassen. Das sieht schon gemütlich aus. Das aber auch. Das ist mega widerlich. Er liegt im Saft. Aber von der Palme tropft es auch noch. Permanent nass. Alles ist nass. Aber durch die Klamotten merkst du es nicht. Ich muss eine Nacht rumkriegen einfach. Ich muss morgen hier etwas anders machen. Und schon ist die Sonne untergegangen. Es ist so sick. Ich muss hier irgendwas anderes finden. Mhm. Ich habe noch keine Ahnung wie. Sieht man das, wie das Wasser hier einfach reinkommt? Boah,
das ist krass. Also so eine Nacht habe ich in meinem Leben noch nie verbracht, ne? Das erste Mal. Und das erst die zweite hier, krass. Ja, das ist mein Blick. Für alle, die es interessiert, wie meine View ist. Ich weiß nicht, ob man noch was sehen kann. Ja, ist schon ziemlich geil bei ihm, ne? Das ist schon... So ein Untergang. Das ist schon... Er hat echt so eine... Ja, das ist die View auf den verdreckten... Eieiei. Verdreckten aus der Hängematte. Das ist eine Lichtführung, da war ein zweiter da? Nee. Man muss dir keine Sorgen machen. Ich versuche jetzt... Das ist ein Schimmer einfach nur gewesen, glaube ich. Ich versuche jetzt einfach die Augen zuzumachen, solange es hier nicht regnet und nur diese Palmspritzer hier runterkommen. Einfach ein paar Stunden, nicht, dass es nämlich wieder anfängt zu regnen. Krasser Tag. Krasser erster ganzer Tag war das. Mit Challenge, mit einem Zip und Zap. Kokosnüsse gefunden, geöffnet, 2 Stück. Ich fühle mich nicht hungrig. Das ist gut. Bis jetzt geht's noch. Das ist gut. Die Nacht hier, das wird eine Grenzerfahrung. Wichtig ist, dass man immer irgendwas einfach nur im Bauch hat. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also jeden Tag eine Kokosnuss noch zu haben oder 2 wäre natürlich perfekt. Aber immer einfach kontinuierlich so ein bisschen was im Magen zu haben, das ist schon wichtig. Dann fühlt man den Hunger nicht so sehr. Wunderbar. Und immer wenn man Hunger hat, erstmal 1 Liter trinken. Wenn man dann nochmal Hunger hat, nochmal 1 Liter trinken. Und wenn man dann nochmal Hunger hat, dann vielleicht was essen. Wir hören uns. Vielleicht regnet es auch nicht. Dann wird es entspannt, ne? Dann wird es entspannt. Bis morgen. Dann ist dann Tag 3? Ja. Ich habe kein Gefühl mehr für das Ganze. Ich gucke einfach auf die Umschläge. Aber man muss auf die Umschläge gucken und dann noch eine Nacht. Naja. Nee, heute war... Tag 2. Ist die zweite Nacht erst von 7. Also. Tag 1? Danach kommen noch 5. Alles klar. Das ist Teil, also ist Challenge 3. Ja. Wunderbar. Gute Nacht. Er hat richtig Bock. Vielen Dank an alle, die immer noch an mich glauben. Vielen Dank an alle... Ich hab immer an Knossi geglaubt. Bis zum Ende. Immer. Ich weiß. Hab nie an jemand anderen geglaubt. Nur an Knossi habe ich geglaubt. Ich bin dabei. Gute Nacht. Eigentlich glaube ich am meisten an das Krokodil. Boah, fuck, Alter. Ey. Was denn? Boah, Alter, irgendwelche Viecher fliegen über mich drüber. Fuck. Ja, das sind wahrscheinlich Fledermäuse. Was ist das denn? Also, oder so Flughörnchen. Wie hast du das gesehen? Nee. Das scheiße Fledermäuse wahrscheinlich. Wow, ab, Junge! Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nee, könnt ihr das sehen überhaupt? Du musst nicht fragen, Knossi. Vielleicht kriegt man doch irgendwann. Du meinst das jetzt hier an der Seite, ne? Den Schein, der jetzt genau unter mir ist. Das ist wirklich so einfach nur von seinem. Kriegt man vielleicht doch Paranoia. Das ist von seinem. Der zweite Tag. Von seiner Matte. Von seinem Licht. Eigentlich wartet man nur drauf, dass es wieder hell wird. Eigentlich möchte man wieder hell haben. Aber man ist auch müde. Ich schlafe noch eine Runde. Mach das. Euer John J. Rambo. Du bist so ein Eierkopf, ey. Das ist so cool. Ich kann heute gar nicht pennen. Überhaupt nicht. Die ganze Zeit blitzt es. Auf dem Meer. Ich komme nicht klar. Kalt ist auch. Also da auch wieder. Keine Ahnung, vielleicht ist auch nur mir kalt hier auf so einer Insel, aber. Bei ständigem Wind und hohen Luftfeuchtigkeit kann der Körper selbst bei Temperaturen über 20 Grad auskühlen. Besonders dann, wenn im Körper zu wenig Energie zum Regulieren zur Verfügung steht. Es ist kalt. Und besonders dann, wenn du dauerhaft klamme und nasse Klamotten anhast. Das macht es halt auch nicht einfacher. Ich find's kalt. Ich habe alles an, was man anhaben kann. Ich sitze jetzt einfach hier. Ich warte einfach nur, dass Tag wird. Ich pack's nicht. Kann nicht pennen. Hä, aber er hat doch einen Schlafsack. Immer mal wieder. Hat er keinen Schlafsack? Hat Knossi keinen Schlafsack mit? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er einen Schlafsack mit hat. Dann alles ausziehen und dann da rein. Kurz die Augen zugemacht, aber es ist mehr so ein. Weil mit Klamotten bringt das ja nichts, die sind ja alle nass. Jawohl, jetzt bin ich ausgeschlafen. Da hinten, man sieht, das Mondlicht ist auch da, also man hat auch immer wieder ein bisschen Mondlicht.
ist gar nicht so dunkel, wie man denkt, aber ich weiß nicht, ob die GoPro das einfangen kann. Nee. Flut ist auch wieder weg, das heißt, jetzt kommt wieder Ebbe. Mal gucken, ich habe die ganze Zeit da oben auf diesen Stern da geguckt. Dieser Stern da. Ich weiß nicht, ist das der Polarstern oder was? Magst du ihn am meisten? Ich finde halt Knossi, beim Knossi merkst du so ein bisschen, dass er bei mir ankommt. Ich nenne es mal einer von uns. Der hat halt keine Ahnung von dem ganzen Stuff, macht aber mit und zieht einfach durch. Und das ist halt geil. Das ist halt geil. Ja, hast du gesehen? Aber wenn es hier blitzt. Oh, das ist anders. Ja, du bist alleine, deswegen ist anders. Es ist wirklich anders. Das ist es nämlich. Dieses Alleine-Sein. Immer dran denken. Das macht's anders. Ja. Willenskraft. Ich habe jetzt echt den Weg gemacht. Von der Hängematte ins Lager. Ich bin einfach. Ich bin müde, aber trotzdem wie Wodka Red Bull. Klebrig. Vielleicht brauche ich auch einfach. Stinkst? Hä? Also, ich glaube, das ist das Erste, was ich morgen mache. Was heißt denn wie Wodka Red Bull? Was heißt denn das? Weißt du, die Nacht war, das war nichts. Das war echt nichts. Und ich hoffe, dass ich dann vielleicht mal Mittagsschlaf irgendwo kriege. Aber die Nacht, und dann kommst du hier rein und denkst dir. Jo. Oder so. Der Blick ist auch ganz, ganz besonders. Ja, mit dem Baby da. Oh, da brauchst du gar nichts mehr. Oh. Tag 3. Der, also es ist, wir haben Tag 2 tatsächlich. Was? Was? Die Mädels haben nichts mehr gemacht? Sein Körper ist am Entgiften. Ah, stimmt, der hat keine geraucht. Deswegen kann er nicht schlafen, friert und alles. Du hast vollkommen recht. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ach ja, es ist wieder eine Nacht geschafft. Jawohl, Tag 3, was geht? Juhu. Du hast Knossi gestern Abend vergessen, Sascha. Ich will es dir nur gesagt haben. Bin ein bisschen enttäuscht. Schon am zweiten Tag hast du ihn vergessen. Knossi hat dich nicht vergessen. Das hat mich enttäuscht. Ah, ohne Spaß. War eine relativ angenehme Nacht. Was heißt angenehm? Seht ihr die ganzen Moskitos da rumfliegen? Keine Ahnung, ob man das sieht. Mit dem Blätterdach habe ich mir echt da irgendwie, ja, seitdem sind lauter Moskitos unterwegs und es sticht mich die ganze Zeit überall. Ich habe hier immer das Teil so auf. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Aber natürlich in der Nacht, da dreht man sich mal, fällt es irgendwie runter, sticht sich wieder im Gesicht. Dann auf den Fingern, jetzt gerade, weil ich filme, sticht sie natürlich auch auf den Fingern. Aber sonst noch zur Nacht, ja. Extrem viele Viecher sind jetzt da. Ja, keine Ahnung, ob die Ameisen da auch überall waren. Was mich da gestochen hat, kann ich nicht sagen die ganze Zeit. Dann waren auch die Krabben da hier oben irgendwo schon unterwegs. Da zumindest hier. Ja, und jetzt mal aufstehen. Check mal den View hier aus. So wirst du munter. Das ist schon, das ist cool. Ist schon krass. Das ist cool, ja. Also, das nimmt viel von den Schmerzen weg, dieser View. Aber, oder von dem Leid. Aber, ja, die Nacht war, die Nächte sind eigentlich schon sehr heftig. Ich denke da immer an Knossi, wie in so einer Hängematte chillt mit Moskitonetz. Boah, Jackpot. Okay, Urincheck, scheiße, komplett gelb. Ja, du trinkst, ja, das hab ich, das sag ich jedes Mal, wenn er sagt, mir geht's nicht gut. Da sag ich ihm jedes Mal, Alter, du musst mehr trinken. Nur ich wollte gestern einfach nicht mehr so viel auf einmal trinken, sondern immer nur in kleinen Schlucken, weil man ja extrem schlecht war. Heute geht's schon ein bisschen besser, aber mir ist immer noch ein bisschen schlecht. Kopfweh, schwindelig, aber es geht schon. Bisschen besser, zumindest da diese Übelkeit ist bisschen besser, aber besser ist relativ.
Ja. Ja, der Freund scheint schon wieder zu regnen beginnt. Man weiß nie. Ja, okay, da sind echt viele Mücken. Ja, du siehst die ganze Zeit, das ist krass. Sogar jetzt, wo ich mein Ding weg. Aber das ist halt, er hat vorne Wasser, er hat genau hinter sich Wasser, er hat ja richtig viel Wasser, ne? Ich bin also beim Shelter. Naja. Dann schauen wir rein in die Challenge. Okay, Challenge Nummer 3. Ah, servus. Was haben Sie sich jetzt wieder einfallen lassen? Und zwar Naturfotograf. Tag 3. Naturfotograf. Wenn deine Bilder nicht gut... Also jetzt sollen sie das Handy rausholen und Bilder machen. Auf Instagram posten. ...gut genug sind, dann warst du nicht nah genug dran. Robert Kappa. Fotografiere mit einer GoPro so viele der folgenden 7 Tierarten wie möglich. Erstens Säugetiere. Wirbeltiere mit Haaren und fast immer 4 Beinen. Zweitens Vögel. Wirbeltiere, die Eier legen und Federn sowie einen Schnabel besitzen. Drittens Reptilien, Amphibien. Wechselwarme Wirbeltiere, die an Land und im Wasser leben. Viertens Fische. Wirbeltiere, die Eier legen, im Wasser leben und mit Kiemen atmen. Fünftens Insekten. Wirbellose Tiere, die ein Exoskelett, Chitinpanzer besitzen. Sechstens Spinnentiere. Wirbellose Tiere mit 8 Beinen. Siebtens Wirbellose. Weichtiere, Krebstiere, Schwämme und Würmer. Die Tierart muss dabei deutlich anhand des Fotos identifizierbar sein. Ein Foto aus weiter Ferne zählt nicht. Robert Mark Lehmann wird als unabhängiger Biologe und Fotoexperte beurteilen, wann eine Tierart erkennbar ist und wann nicht. Pro fotografierter Tierart erhältst du einen Punkt. Tierarten zählen nicht doppelt. Die maximal zu erreichende Punktzahl ist also 7. Solltest du mehrere Tiere der gleichen Tierart fotografieren, so zählt das Foto, auf dem die Tierart am eindeutigsten zu erkennen ist. Nutze, wenn möglich, beide GoPros, wobei die eine das Foto schießt und die andere parallel ein Video aufzeichnet. In der Aufzeichnung sollte zu hören sein, welche Tierart du gerade fotografierst. Aber gut, muss sagen, coole Challenge, freue mich drauf. Gehen wir richtig an, aber natürlich vorher erstmal frühstücken, schauen, ob wir irgendwo eine Kokosnuss finden. Ich habe meine Wasserbottle irgendwo verlegt, muss jetzt noch suchen gehen. Ich hoffe, die habe ich nicht gestern beim Herumspazieren unten am Strand liegen gelassen. Da bin ich ja mal kurz am Boden gesessen und habe einfach so ein bisschen über alles nachgedacht. Und Ebbe und Flut war in der Nacht natürlich schon wieder da, das heißt, die wäre jetzt weg. Ja, du hättest auch schon ein gutes Spinnenbild, ne? Ja, moin, ich will es nur noch mal gesagt haben. Boah, überall die Viecher. Ja, von der Form her, ich glaube, ich habe schon extrem abgenommen. Also, ich weiß nicht, ob man da irgendwie einen Unterschied erkennt. Man erkennt kaum noch Muskeln. Ich habe so ein Gefühl, da ich habe schon extrem abgenommen. Ja, also komplett kaum noch Muskeln. Ja, Wahnsinn, ist alles weg. Scheiße. Alle Muskeln komplett weg. Also, keine Ahnung, ob man einen Unterschied erkennt zum Vorher nachher. Nichts mehr da. Noch einen Tag, das wäre schon krass. Aber kann easy sein. Habe ja eigentlich nichts gegessen, außer ein bisschen was von der Kokosnuss. Hui. Hallo. Morning in the morning. Es ist der dritte Tag. Ich habe wieder richtig scheiße geschlafen. Du liegst ja auch auf Steinen, oder? Ich muss mich drum kümmern, weil wirklich. Also jede Nacht, wenn ich mich einmal nach links oder rechts drehe, 1-2 Bandscheiben rausknallen. Ich habe auch richtig Rückenschmerzen einfach den ganzen Tag. Du liegst auf Steinen. Oma hier am Meckern die ganze Zeit. Ich dachte, wir packen jetzt mal zusammen den dritten Tag aus, die dritte Challenge. Ah, ich wusste es. Boah, das wäre so geil, wenn ich jetzt nochmal ein Bild von dem Hai machen könnte. Das wäre schon mal sehr cool. Da hätte ich sehr viel Street Credibility. Oder den Naturfotografen, wenn ich ein Foto von einem waschechten Hai hätte. Ja, die Frage ist, wir haben ja auch eine Taucherbrille hier, ob ich mal ins Wasser gehen soll. Dann aber aufs Treibholz aufpassen. Ich bin mir aber so ein bisschen unsicher. Einfach aufgrund dessen, dass ich faktisch gesehen weiß, dass da ein Hai drin ist. Was aber nicht schlimm ist, weil ich glaube, Haie nicht an mir interessiert sind und die auch eher jetzt nicht Lebewesen sind, die jetzt nicht denken, so geil. Der Kleine immer noch gemachte Haare. Ja, okay, das ist, wenn du hier das machst, das hält 3 Wochen wahrscheinlich. Also, dass die irgendwann verfilzen, ja, aber das hält ewig. Den Gringo da an? Ah ja,
Okay, oh, was eine schöne Challenge. Das freut mich. Das ist sehr angenehm. Das ist sehr cool. Oh, da freue ich mich mega. Ich kann die Hermit Crabs abfotografieren. Die habe ich gesehen, Fische in dem kleinen Teich und auch in dem Seewasser, in dem Süßwasser. Und dann wird es schon ein bisschen spärlich, sagen wir mal so. Naja, irgendwelche Käfer wirst du schon finden. Oder so Seepocken, sind das Tiere? Gut, dann bin ich heute Naturfotograf. Geil. Tag 3 im Dschungel. Sam was wild. Knossi, erste Nacht. Zweite Nacht. Oh, das ist süß. Das ist süß. Lass den Tag beginnen. Hat er sich schön reingeritzt. Tag 3 auf einer tropischen Insel. Knossi ist noch mit dabei. Ich hab, bis die Sonne aufgegangen ist, hier an der Palme gepennt. Vielleicht eine Stunde. Einfach gepennt. Jetzt bin ich wach. Es ist die beste Zeit des Tages. Weil es ist kühl, die Sonne ist noch auf der anderen Seite der Insel. Es geht ein schöner, lauwarmer Wind. Ich werde mir gleich die Sachen ausziehen, unten. Mir versuchen die Füße ein bisschen zu trocknen, weil die einfach nass sind, weil alles nass ist. Die Socken trocknen lassen. Aber es sind auch Veganer dabei, ja. Was ich heute als allererstes mache. Also Nova zum Beispiel, die wir eben gesehen haben, ist Veganer. Und danach ich glaube, Fritz ist auch Veganer. Einfach eine Kippe. Eine schöne 100er Marlboro. Einfach eine Kippe. Einfach eine Kippe. Entzug ist hart, aber man kann es schaffen. Aber ich habe mich die ganze Nacht jetzt auf diese Kippe gefreut. Und ich hoffe, ich kriege irgendetwas an. Das ist. Naja, also, wie gesagt, Nova ist ziemlich safe, dass sie Veganer ist. Und Fritz ist, glaube ich, auch Veganer. Aber Fritz. Bei so einem Ding hier, ich glaube, das hat er nämlich beim letzten Seven vs. Wild gesagt. Da hat er auch einen Fisch gefangen und gegessen. Da hat er auch gesagt, dass er, also er eigentlich ja vegan lebt, aber für so eine Art von Projekt braucht er halt einfach die Energie. Und dadurch, dass er einen Fisch gefangen hatte, ja. Deswegen. Auch schon wieder nass. Aber wichtig ist, die Challenge jetzt zu Beginn des Tages. Mach ich die schon auf. Und bitte, lass es heute was Einfaches sein. Ich will heute mein Lager umbauen. Bitte nicht groß, bitte keine Baustellen. Bitte nicht bau eine Aussichtsplattform. Was mal was easy going. Challenge Tag 3. Naturfotograf. Fische kriege ich hin. Insekten kriege ich vielleicht auch hin. Spinnentiere kriege ich hin. 1, 2, 3, 4 Sachen habe ich auf jeden Fall gesehen. Vögel auch gesehen, aber schwer. Reptile und Säugetiere nicht gesehen. Ich behalte das heute bei mir. Und wir haben den ganzen Tag Zeit zu überlegen. Eben. Wenn ich was sehe, sehe ich was. Hart, aber schön. Nichts, bei dem man Druck hat, kann man immer mal wieder über den Tag verkaufen. Aber genau. Jetzt möchte ich gerne Kippe rauchen. 7 Tage ist machbar, aber nicht in den Umständen. Plan ist einfach. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir sind an Tag 3. Hier. Und wir haben gleich noch eine komplette Folge. Zunder wegzunehmen. Ja, also wir haben gleich noch eine komplette Folge. Ich gucke ja immer montags die Folge von Mittwoch und von Samstag. Mit der Kippe dran. Und dann kommen die Folgen zu Mittwoch und zu Samstag bei mir halt eine Woche versetzt. Hier auf meinem YouTube-Kanal nochmal. Es ist wirklich geil, aber auch hart. Das Ding, was er übrigens in der Hand hat, für die Leute, die das jetzt noch nicht so mitverfolgt haben, das ist ein Filtersystem. Er nimmt einfach das Süßwasser, was er hat, und filtert es durch dieses Ding da. Und dementsprechend hat er direkt gefiltertes Wasser, muss nicht abkochen und so weiter. Ja, kannst wieder vergessen jetzt mit Kippen. Wenn ich die Kippen jetzt aufmache. Nee, bei Säugetieren stand extra dabei, müssen 4 Beine haben. Aber ansonsten hätte ich auch gesagt, ich fotografiere mich einfach selbst. Zigaretten dann. Sind sie wahrscheinlich alle nass. Ich habe es direkt hier erstmal in Sicherheit gebracht. Die waren auch oben jetzt im Regen gestanden, aber
Das Ding ist ja normalerweise wasserdicht. Ich traue mich gar nicht, jetzt aufzumachen. Aber ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt heißt es erstmal wieder ausstehen hier im Regen. Unter der Palme. Warten, bis es aufhört. Mit einem Feuerzeug wäre es kein Problem. Dann würde ich mir hier eine rauchen. Ne? Obwohl. Zunder? Ja, ich traue mich aber nicht, die Kippe rauszuholen. Kommt ein Tropfen drauf. Dann ist vorbei. Dann hast du keine 6 Kippen mehr. Aber hier tropft nichts. Kann ich am Baum zündern? Nee, ne? Am Baum? Oh. Es geht! Was Knossi hier macht, ist fahrlässig und soll kein Vorbild sein. Feuer muss immer kontrolliert sein. Bitte auf keinen Fall einfach Bäume anzünden. Ja, die Sucht treibt ihn aber dahin gerade. Wir holen jetzt die Kippe. Es geht. Oh, bitte. Hier kann ja nichts reintropfen, ne? Ruhe. Nicht richtig an. Nee. Ich entzünde meine Kippe an der Palme. Kannst dir nicht vorstellen. Kannst du dir nicht vorstellen, aber naja, das ist halt Sucht. Ne? Das ist halt fucking Sucht. Das meine ist Damen also und Herren. Feuerzeug hier. Hier seht ihr Sucht in seiner höchsten Gänze und Glänze und Glanz und Glorie. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Sucht. Unter uns Star Citizen-Spielern würde das hier bedeuten, ich habe mir wieder mal ein Schiff gekauft. Ja, aber das hier ist Sucht. Ein Baum anzünden, damit die Zigarette läuft. Das nennt man Sucht. Oh, die kickt. Oh, die kickt rein. Er hat wieder abgebissen unten. Knossi ist hochgradig abhängig von Nikotin. Tut euch und eurem Umfeld einen Gefallen und fangt nicht an zu rauchen. Finde ich geil, dass sie das jedes Mal wieder reinpacken. Das ist wunderschön. Das ist so gut, das reinzupacken. Ja, das ist, ey, echt Nikotinentzug. Ich merke es jetzt. Nach der Kippe könnte ich mich hinlegen und schlafen. Seid froh, dass ihr das nicht habt. Seid wirklich froh. Das ist schon schlimm. Das ist schon echt, echt schlimm. Oh, er lebt noch. Arm ist noch dran. Let's go. Reiher. Genau das gleiche Treibholz von gestern. Oh, er hat da 2 Reiher und hat die Challenge noch nicht gelesen. Nein! Er hat da 2 Reiher und hat die Challenge noch nicht gelesen. Oh nein! Dann Treibholz ist abgetaucht. An der gleichen Position, wo ich es gestern auch gesehen habe. Ich mache gerade aus diesen 80% fast 100. Ein Treibholz taucht nicht ab, nur weil ich mich bewege. Das ist so krass. Ich mache die GoPro jetzt mal auf Doppel-Zoom-Modus. Und sobald es im Zoom-Modus ist, schalte ich die Kamera ein, sobald ich nochmal was sehe. Ich war wieder nicht schnell genug. Es ist ein Krokodil. Das ist so krass.
Ich habe einfach ein Krokodil, ungefähr 70, 50, vielleicht auch nur 30 Meter von hier. Er überlegt aber auch nicht, er ist da geschwommen. Ne? Ich will es nochmal gesagt haben, der ist da geschwommen. Also wenn das Krokodil sich da immer aufhält, er ist da geschwommen. Und ich habe die ganze Zeit in der Hängematte geschlafen, die von diesem Zeug hier beschützt wird. Es ist so lächerlich. Aber anscheinend hat es gereicht. Ich habe echt gut geschlafen, aber ich schalte jetzt die Kamera um, dass ich das irgendwie zeigen kann, wenn ich es wieder sehe. Da. Genau dort. Das ist 100%. 100%. Okay. Man sieht nur den obersten Teil. Ne? Man sieht die Augen und man sieht die Schnauze ganz leicht dort. Das, ich glaube, auf der Kamera ist es ein bisschen erkennbar. Man sieht die Schnauze und man sieht die Augen. Charakteristisch für ein Krokodil. Dieses Treibholz, beziehungsweise Krokodil, ist vorhin in diese Richtung gesprungen. Meint er, die, also ich könnte das hier, seht ihr das hier? Da, wo meine Maus gerade ist? Meint er das hier? Getrieben, abgetaucht und jetzt ist es in diese Richtung. Das da? Genau dort bei den Reihern. Reiher sind immer ein Indiz dafür, dass es gerade viel Futter gibt, ich habe schon gesagt. Genau dort ist das Krokodil jetzt auch unterwegs. Es schwimmt oben, es schwimmt oben, es schwimmt oben, sehr schnell und jetzt ist es abgetaucht. Jetzt ist es einfach weg. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Da ist es. Da. Man sieht diesen schwarzen Punkt. Gerade eben von da, jetzt von da. Die Länge von dem, was ich sehe, 1 Meter. Was unter Wasser ist, kann ich natürlich nicht sehen. Die Schnauze und die Augen gucken aus dem Wasser. Charakteristisch für ein Krokodil. 100%. Wenn ich jetzt näher komme, muss ich gucken, was passiert. Alter, es schwimmt lang einwärts. Wasser einwärts. Oh Gott, Meer einwärts. Ja, 100%. Das ist ein fucking Krokodil. Hätte er die Scheiß-Dings gelesen. Jetzt mal ernsthaft. Hätte er Ding hier, die Tageschallenge gelesen, könnte er jetzt ein Krokodil fotografieren. Wie cool wäre das denn? Das wäre richtig cool. Es ist so krass. Da schwimmt's. Aber ja, da schwimmt auf jeden Fall. Ist jetzt komplett dumm. Etwas. Mit Socken und Flipflops so nah ranzugehen. Ich fass es nicht. Aber man sieht's, glaube ich. Sieht man's auf der Kamera? Hier. Da. Das sieht auf der GoPro so weit weg aus, aber das sind... Okay. Jetzt muss ich tatsächlich eine Sache sagen. Die ist jetzt kein Scam und kein Fake und so. Ja. Jetzt passt auf. Fritz, als er sich mit Schlamm eingerieben hat, hat er gesagt, ja, ich würde mich ja jetzt gerne einmal selbst betrachten, aber ich kann's halt nicht sehen, die GoPro hat kein Display. Er sagt jetzt gerade, auf der GoPro sieht es halt sehr klein aus und zeigt immer genau mit dem Finger dahin, weil das kann, normalerweise, du kannst nicht so ungefähr schätzen, wo ist die Linse, ja, und dann dahin zeigen. Das funktioniert nicht. Das kriegt niemand auf der Welt hin, egal wie gut der mit einer Kamera ist. Du kannst nicht ungefähr mit der Linse abschätzen, wo ist jetzt hier genau der Punkt, den ich zeigen will. Und der macht das halt die ganze Zeit. Das heißt, die haben zu 1000% ein Display auf der GoPro. Ich will jetzt hier nicht, ne, ins Kleine gehen. Die haben eine Uhr dabei und die haben eine Linse bei der GoPro. So. Das sind zwei Sachen, die mir bisher schon aufgefallen sind. Die das Ganze jetzt nicht negieren und nicht weniger krass machen und so, aber... Es wurde halt gesagt, wir haben keine Uhr und wir haben, also wir wissen nicht, wie viel Uhr es ist und wir wissen, wir können halt uns selbst quasi nicht sehen und so. Macht ja auch keinen Sinn, wenn du Bilder machen musst mit der GoPro, weil wie willst du denn die Bilder abgleichen, wenn du kein Display hättest? Die GoPro 4 hatte, glaube ich, kein Display, danach hatten alle ein Display. Also, finde ich... Das wollte ich mal loswerden. Das wollte ich nur mal 12 loswerden. 12 Meter. 13 Meter von der Wasserlinie gerade hier. Nee. Also, Du hast doch dein Maßband, hast du doch mit. Wirf's mal ins Wasser, das sind 40 Meter. Der ist ja von dir weg. 50 Meter ist der von dir weg. 40. Und es schwimmt gerade ganz entspannt in diese Richtung. Das ist das gleiche von gestern. Die GoPro, die nutzen hat, meine sogar 2 Displays. Ja, genau. Dann kann ich anhand der Größe sehen. Vielleicht ist es ein bisschen kleiner als das gestern, also vielleicht sind es auch 2.
Ja, guck dich mal um. Vielleicht ist noch eins da. Ihr habt es gerade gesehen, da war es gerade eben, jetzt ist es dort. Welches Treibholz treibt so schnell? Und man sieht auch die Linie von da nach da, gibt es Bewegung unter Wasser. Ja, es hat die Richtung gedreht. Es ist so verrückt. Jetzt führen es wieder da hinten hin. Man sieht die Schnauze jetzt, ich gucke kurz auf der Kamera. Ja. Der Joris nicht eingewiesen? Wurde dem nicht erklärt, dass er das nicht sagen darf? Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht sagen, dass das irgendwie Kacke ist, aber die können doch, der eine kann doch nicht sagen, wir haben kein Display und der nächste sagt, ich gucke kurz auf der Kamera. So, also. Wartet, sieht man's? Ja, da irgendwo müsste es auf der Kamera zu sehen sein. Gerade eben ist es hier lang geschwommen, jetzt da lang. Ist es nicht mehr 12 Meter draußen, sondern jetzt ungefähr 20. Ich mach die Kamera jetzt mal wieder aus. Krokodil ist 30 jetzt Meter draußen, vielleicht 35, 40. Aber ich bin mir 100% sicher, dass es eins ist. Jetzt ist es nämlich abgetaucht. Man hat ungefähr 3 Meter Linie hinter ihm gesehen. Das ist ein 2,5 bis 3,5 Meter langes Krokodil. Ja, okay, das ist ein kleines. Das gerade so seine Bahn zieht unter Wasser. Das ist ein kleines Krokodil, aber cool. Es gibt also tatsächlich Krokodile auf der Insel. Wie gesagt, es gibt Inseln, wo Krokodile sind, ja. Und die schwimmen dann im Meer und holen sich natürlich ihr Essen. Also das gibt es definitiv. Aber das, was Sascha ganz am Anfang, am ersten Tag quasi erzählt hatte, von wegen Salzwasserkrokodile, die leben da, glaube ich, nicht. Ich glaube, die leben nicht in Panama. Die leben ein paar Meter weiter rechts, ja. Aber das kann schon sein. Ich habe halt keine Ahnung von Krokodilen. Was gibt's denn alles für Krokodile? Haut mal ein paar in den Chat. Wir reden jetzt darüber. Die Folge ist zu Ende. Cool. Mega geile Folge. Dankeschön. Ciao, ciao.